Hier ist schon was los. Guten Abend, Pucki. Hallo an Gerrit. Dream Daddy, who's it gonna be? Genau. Ah, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt und ausnahmsweise mal pünktlich wie die Eisenbahn. Der Spruch muss auch mal general überholt werden. Heute ist ein besonderer Abend. Wir werden heute unseren Dream Daddy finden. Die Musik ist zu laut im Vergleich zu mir. Ich habe die Musik noch gar nicht auf dem Ohr. Aber ich drehe sie mal runter. So, besser? Yay, Dream Daddy! Hey, Butterfriesel, cool, dass du da bist. Hallo, Rohrspecht. Wir spielen heute dieses glorreiche Spiel. Ich weiß eigentlich nichts über das Spiel. Ich konnte nur im Steam-Sale nicht widerstehen. Der Look hat mich gehuckt. Wir werden in die Rolle eines Dream Daddies schlüpfen und für uns einen Dream Daddy finden. Kleiner Disclaimer. Ich bin offensichtlich kein schwuler Mann. Das heißt, ich bin ein bisschen unerfahren, was dieses Thema angeht. Ich glaube, das Spiel ist sehr albern und ich bin ja auch gerne albern im Stream, deshalb wird das schon passen. Sollte ich aber irgendetwas in naiver, dummer Weise irgendetwas sagen, was irgendwie verletzend sein könnte, dann ist das erstens, tut mir das dann sehr leid. Ich werd mein Bestes geben, weil das Ganze ist, glaube ich, wie gesagt, sehr locker und albern. Aber dann sagt mir Bescheid. Unbedingt. Bitte. So. In diesem Sinne, let's be a Dream Daddy or let's find a Dream Daddy. Die Musik ist ja schon der Hit. Moment, ich muss noch ein bisschen die Fenster rücken. Oh, die Macaroni, JCM dort. Wie cool, dass ihr da seid. Ach, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Sehr cool. Auf euch. Ich bin zur Feier des Tages. Ich habe morgen frei. Trinke ich mal kein Wasser im Stream. Auch. Ich habe natürlich auch Wasser hier. Aber hier wird Papa-Papadi. Ich muss nämlich, Freitag muss ich noch arbeiten und dann habe ich Urlaub. Das, darauf stoße ich jetzt an. Dann dürft ihr euch jetzt mit mir für mich freuen. So, wir können auch einfach jetzt eigentlich die Musik nur hören, ne? Ich finde, das reicht schon. Oh, ich bin so jetzt auch wirklich ein bunter Blumenstrauß an Dream Daddies. Ich sehe das hier schon. Da ist auf jeden Fall was für uns dabei. Ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Mein Bild ist leider nicht schräg, sonst könnte ich mich hier direkt einreihen. Okay, Gallery. Ich glaube, da ist wahrscheinlich nachher irgendwie Bilder drin aus dem Spiel. Minigames, da sind so viele Dinge, die man tun kann. Aber ich würde sagen, wir fangen mit New Game einfach an und gucken dann mal, was passiert. Ich habe auch tatsächlich noch nie einen Dating Simulator so wirklich gespielt. Also ist alles neu für mich. Nicht nur ein Dream Daddy zu sein, sondern auch Dating an sich habe ich auch keine Ahnung von. Von der sexuellen Orientierung ganz unabhängig ist das ja immer ein bisschen cringe und stressig und lustig. Papa Party. So. Wir schlafen, glaube ich. Es könnte sein, dass viel gelesen werden muss. Und vielleicht auf Englisch. Auch da entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Amanda, okay. Dad? By the way, sagt Bescheid, wenn irgendwie ich zu leise oder zu laut bin und so weiter. Ist das, Entschuldigung, ich muss ins Mikro schnarchen, das ist die Regieanweisung. Dad, wake up! Okay. Wir sind ein Dream Daddy. Als Dream Daddy können wir jetzt eigentlich nicht ignorieren, wenn unsere Tochter uns wecken möchte. Kamera vielleicht rechts in die Mitte. Danke, sehr guter Hinweis. Rechts in die Mitte. Das habe ich leider nicht. Diese Vorstellung habe ich leider nicht. Ich habe nur rechts oder rechts oben. Ich versuche da so ein bisschen Auge drauf zu haben unten. 5 more minutes, wake up. Also Dream Daddy ist ja wahrscheinlich gar nicht so sehr bezogen auf aus Sicht der Tochter, aber ich finde trotzdem, ich bin eh schon hellwach. Ich werde heute hier ins Dating Game einsteigen, da brauche ich nicht noch 5 Minuten schlafen. I'm on board. Das ist Amanda, unsere Tochter. I finally open my eyes and sit up. I'm lying in the middle of the living room, spooning a moving box. Das machen nämlich Dream Daddies, wenn sie keinen anderen Dream Daddy haben, glaube ich. I yawn and stretch. Ich finde das immer gut, Sachen zu spoonen. Also wenn man niemanden hat, irgendein
ein Kissen oder so. Ich kann dann auch besser schlafen, wenn man irgendwas vor sich hat. Manda Panda? Sorry, ich muss mal kurz, wer? Das sind wir, okay, wenn ihr Fragezeichen, das sind wir. Morning Manda Panda. Hieß sie nicht Amanda? Ach, Amanda, okay. Ja. Doch, besser oben, sagt Buddha Brezel. Machen wir. Oder oben. Moment, jetzt bin ich ganz weg. Das können wir natürlich auch machen. Ach. Yikes. Dead breath. Go brush your teeth. Eine, ungefiltert sagt sie uns die Wahrheit. Unsere Tochter ist gut erzogen, die Tochter. Real bad dad. Okay, wir dürfen unseren Dad jetzt bauen. Oh Gott, so viel Auswahl. Okay, da werde ich jetzt den heutigen Stream wahrscheinlich mit verbringen. Ich brauche bei sowas immer ewig. Wenn der Atem so schlimm ist, dass es durch den Raum erfahrbar ist. Ja, ohne Witz. Sie stand da, also wir lagen ja noch auf dem Boden und sie hat trotzdem schon gerochen, dass wir die Zähne putzen müssen. Oder sie wusste einfach, dass wir die Zähne putzen müssen. So, was bauen wir jetzt? Bauen wir jetzt ein... Ah, ich weiß, oh, so viel... Oh, wir können nur einen bauen, ne? Also erstmal, ich will auf jeden Fall, dass wir ein Mustache haben. Wo fangen wir an? Facial her, genau. Fangen wir das Wichtigste an, Facial her. Weil ich das tatsächlich, es ist ein wiederkehrender Traum von mir, dass ich so einen richtig ordentlichen Schnurrbart habe. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich schon oft geträumt. Und im Traum ist das auch immer ganz normal. Ich realisiere das dann irgendwann und denke so, ach ja, passt ja ganz gut zu mir. Steht mir gut. Und den, ich möchte den aber nicht in blond haben. Blonde Menschen sind hier eh in der Überzahl, wo ich lebe. Ich habe jetzt einen braunen Stash. Aber wer, ja, ich finde, ja, vielleicht den, der ist noch ein bisschen hotter, ne? Den Zirkusdirektor aber ein bisschen zu klein. Das ist so ein bisschen Walross. Ich bin ja eigentlich gar kein Schnurrbart-Fan, aber ich will jetzt für das Spiel brauchen wir einen Schnurrbart. Auf jeden Fall dich als Mann. Ja, ich bin ja offensichtlich schon dabei. Ich finde auch gut, dass man verschiedene Farbe für die Augenbrauen und die und den Bart haben kann. Das müssen wir nutzen. Also Brows. Die sind geil. Die finde ich gut. Die wirken windschnittig. Es wirkt, als wäre man schneller unterwegs, ein schneller Typ. Und was macht Dinge schneller? Rot, rote Farbe. So. Wollen wir denn sonst auch noch Haar haben? Haben. Das finde ich ziemlich hot. Das ist praktisch. Kann man was drauf abstellen. Müssen uns gleich auch einen Namen überlegen. Da könnt ihr schon mal... Ihr könnt auch gerne natürlich reinrufen, ne, wie wir aussehen sollen. Ich habe gar keine Ahnung. Das ist vielleicht gut. Aber noch eine neue Farbe dann, oder? Ich finde, hier ist eine gute Farbauswahl. Ist nicht so eingeschränkt auf Naturhaarfarben. Oder doch ihn? Noch ein paar Frisuren weiter unten. Danke, Bruder Brezel. Nice. Das ist doch dreamy, oder? Die kann er sich dann immer so aus dem Gesicht streichen und so. Ist ganz gut, glaube ich. Das sieht einfach aus wie hier Dingens. Dragon Ball. Nichts Falsches sagen. Könnten Fans anwesend sein. Oder? Ich weiß nicht, wie die heißen, die Dudes von Dragon Ball. Aber ist auf jeden Fall Dragon Ball Frisur für mich. Hier sehe ich kaum Unterschied. Ah doch, der ist mehr zurückgegelt als der. Ja, ich finde eigentlich Dingens gut. So eine tolle ist natürlich auch ziemlich hot. Ich bin da mit dem Grün, glaube ich, nicht so zufrieden. Wenn du die Haare nimmst und braun machst, ist es genau deine Frisur. An Gerrit möchte ja, dass ich aussehe wie ich, als Mann. Ich habe mich schon öfter mit so Filtern als Mann betrachtet. Haben alle schon gemacht, oder? Bei Instagram oder so. Das sieht nicht so aus. Da sehe ich nicht aus wie dieser hotte Daddy. Willibald. Ach, ihr seid schon einen Namen am Überlegen. Was ist C18? Ach so, so heißt der Typ von Dragon Ball. C18? Oder ich verstehe gerade wieder irgendwas nicht. Peinlich. So, Haarfarbe, sollen wir. Ist das. Es wäre cool, so einen Farbverlauf zu haben, oder? So von braun zu rot zu. Nee, das geht doch nicht.
Rosa ist auch ganz cool. Sie ist so ein bisschen mit dem Rot beißt. Sollen wir, sehen wir so aus? Ich hoffe, unsere Tochter ist okay damit. Oder heißt Willibald der Dragonborn? Ich bin verwirrt. Tut mir leid, wenn ich nicht alles heute verstehe im Chat. Ich bin so aufgeregt, es geht gleich ans Dating. Ich selber habe seit Jahren nicht gedatet und es ist, ich bin so aufgeregt. So, Augen. Ich finde, da kann man mehr rausholen als diese beiden Knöpfe hier. Na, das sieht böse aus. Wir wollen lieb aussehen. Das ist auch schwierig. Ich finde, das sieht aus wie diese Dinger, die man früher am Schulrucksack hatte. Diese Tiere, wo man draufgedrückt hat, wo die Augen so rausquollen. Möchte ich nicht. Das ist... Ist das ein bisschen... Das ist... Oh, ja. Das finde ich gut. Verführerisch. Pink? Nee. Blau? Er soll ja aussehen wie ich. Ist schon nah dran jetzt, ne? Meine Augenbrauen sind auch ungefähr so. Verführerisch. Ich finde auch, der ist gut. Dunklere oder das hellere Blau? Ich glaube, das hellere finde ich besser. Okay, super. Mund. Ich finde, den Mund finde ich eigentlich schon ganz gut. Nee. Nee, das sieht zu grimmig aus. Der ist auch ganz lustig, der Mund. Der ist so ein bisschen, der ist ganz gut, aber der ist so ein bisschen verschmitzter. Du hast die Nase übersprungen. Sorry. Sorry, Rohrspech. Das ist wichtig. Nase ist wichtig. Ich fand die schon ganz schön, aber das stimmt. Wir müssen... Also, wenn er wirklich aussehen soll wie ich... Ah, ist ganz schwer, das selber zu sagen. So? Nee. So. Das ist mir jetzt auch zu sehr. Ich will das gar nicht so selbstreferenziell machen. Ich finde aber an ihm jetzt eigentlich so einen kleinen Höcker auf der Nase ganz geil. Oder? Ah, das dauert noch, Leute. Das dauert noch. Nee. Das sieht aus wie so eine... Die klassische operierte Nase. Welche hatten wir ursprünglich? Ja, und den Bot, sagt Angerit. Sehr wichtig für einen Dream Daddy. Die Nase. Ja, ich finde, wir sehen auch noch nicht aus wie ein Daddy. Wir sehen aus wie ein... Ich finde, sie sehen aus wie ein Verwirrter, wie ich als verwirrt abgedressed. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist das noch nicht... Das ist noch... Ich kriege noch keine Daddy-Vibes. Die ist auch ganz cool, die Nase. Ich finde die alle gut. Alle Nasen sind schön. Sowieso. So. Bot. Den wolltet ihr. Welchen möchtet ihr denn? Das sind, glaube ich, die gleichen. Nur einmal wird er halt zur Schau gestellt und einmal nicht. Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Das ist ein bisschen wenig Auswahl, finde ich. Es gibt nur diesen sehr, sehr dünnen Mann. Kommt zu einem guten Zeitpunkt rein. Hallo, Buffelweiß. It's me, your daddy. Aber ich bin noch in der Entwicklung. Welchen wollt ihr? Ich finde, ihr könnte mehr Auswahl sein. Ich habe einfach bei Bauchfrau... Bei Bauchfrei Angst, dass wir uns verkühlen. Ich finde es nicht so. Ich finde, möchte gerne... Wir sind ja schon all in gegangen bei der Haarfarbe und so. Ich möchte gerne, dass unser Bauch erstmal verdeckt bleibt. Was enttäuschende Auswahl, finde auch an Gerrit. Also ich finde eigentlich zu diesem Schnurri und so passt eher dieser super hagere Typ, aber... Ich meine, wenn man sich schon mal so einen Thick Tank Bot holen kann, sollte man den auch nehmen, oder? So. Das kommt ja nicht nur auf den Bot an, sagt Alrosch. Eben. So. Facial Hair hatten wir, Glasses. Nehmen wir Hipstergläser? Gläser, Brillen. Nee, ich möchte nicht, dass die... wie ist das? Ich möchte keine dunklen Gläser, weil das stört beim Flirten. So. Man soll uns ja in unsere schönen, weird, hellblauen Augen gucken können. Ja, ich glaube, ich möchte keine Glasses. Ah, man kann die Farbe der... Das ist natürlich geil, hier. Anastasia. Auch da finde ich, die Auswahl ist ein bisschen klein, muss ich sagen. Rosa Gläser. Ich lasse es. Ich finde, unser Gesicht gibt schon genug her. Piercings. Ich fand ja früher,
als Teenie extrem hot, wenn jemand ein Augenbrauenpiercing hatte. Das ist mir aber nicht auffällig genug. Naja. Aber das nehmen wir, das möchte ich gerne. Immer ist die Rasur einfach gemacht, unten mit dem Haarhaken. Das stimmt. Wollt ihr lieber bald gehen? Können wir auch machen. Ich gucke euch hinterher bei euren Tipps. Was fehlt uns noch? Clothing. Ein bisschen mehr anziehen finde ich gut. Lustiges Eier-T-Shirt. Oder, das ist auch ziemlich süß. Diese Wristbands, ey. Hatte ich auch früher. Katzen-T-Shirt. Das sieht aus wie der Cat Daddy. Eier-T-Shirt. Das ist gut, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Kopf passt nicht zum Körper. Habt ihr das auch? Was haben wir falsch gemacht? Achso, vielleicht müssen wir die Kopfform noch ändern. Das ist es wahrscheinlich. Oder der Kopf passt, das sieht irgendwie, das passt nicht. Nee. Nee. Aber schon ein bisschen besser. Kopf ist zu klein irgendwie, sagt man vorbei. Also okay, dann seht ihr das auch so. Ich glaube, das passt zum Beispiel schon eher zum Körper, oder? Ich springe zwischen diesen beiden. Wollen wir ein Shadow oder nicht? Ah, ein Bart-Shadow. Aber da kann man sich Farbe nicht aussuchen. Nee, ich möchte kein Shadow. Ich bin sehr ordentlich rasiert, bis auf meinen schönen, schönen Stash. So, this or that? Wollen wir ein... Nee, ich finde hier, das passt besser. So, wir haben ja schon ein bisschen hier unseren Bod. Ich kann heute kein Englisch mehr. Das ist ja komisch, wenn wir dann irgendwie hier so ein knochiges Gesicht haben. Das passt nicht. So. Glasses, Clothing, Glasses, Piercing, Brows haben wir, Mouth haben wir, Nose haben wir, Eyes haben wir, Hair haben wir. Ich glaube, wir haben alles, oder? Looking good, Daddy. Thanks an Gerrit. Ich glaube, wir holen uns jetzt unseren Dream Daddy. Ach, so Buddy Hair. Konnte man das noch einstellen? Ich meine, da bin ich schon hochzufrieden. Aber vielleicht hätte man das noch ein bisschen mehr machen können. So, jetzt kommt der entscheidende Teil. Name ist alles. Wie heißt Dream Daddy, unser Dream Daddy? Ich muss erstmal noch was trinken. Name that Dad. Also passend zum T-Shirt vielleicht Eckbert. Aber dann so einen erotischen Nachnamen. Willibald Eckshirt schlägt Angerett vor. Willi heißt, hieß Willi Bald, das wäre auch besser, wenn wir bald werden dann. Willi hieß mein Opa, das ist für mich zu verstörend, das tut mir leid, das geht nicht. Weil der war optisch leider nicht so bunt. Sanchez, das finde ich gut. Eckbert Sanchez. Sanchez, das kannst du leider nicht aussprechen. Hast du mir sogar mit so einem, ich glaube so coole Sonder, wie heißt das denn, also so Akzente gibt es hier nicht. Thunder Thrust schlägt Rohrspecht vor. Finde ich auch gut. Sanchez auch gut. Aber Sanchez, tut mir leid, ist dann leider ohne. Oder sowas L noch? L Sanchez, Eckbert L Sanchez. Entschuldigung. Eckbert Sanchez. Das ist schon gut so. Nehmen wir, oder? Be that dad. Hang on, Daddy. Nee, wir sind zufrieden. Be that dad. Yeah. So, also sind Dad-Tipps, da bin ich zu langsam für. Du, sorry, mein Dad ist nicht so schnell im Lesen. Sexy auf jeden Fall, danke, Buffy, das finde ich auch. Amanda, did you fall asleep packing? Also sind wir gerade eingezogen oder ziehen wir gerade aus? Ich glaube, wir sind einfach so exzentrisch optisch, damit unsere Tochter so abgeschreckt ist, dass sie es selber nicht ist. Ach, guck mal, sie hat auch so ein Ei hier. Das ist unser Freundschaftszeichen, unser Familienlogo. Sie hat auch so ein Ei hier an der Jacke. I get most of it done, I think. Vielleicht gebe ich ihm meine normale Stimme, weil sonst wird es nachher verwirrend, wenn wir die zigtausend anderen Daddies daten. Da muss ich ja dann jedes Mal eine Stimme mir ausdenken. Searching around the room, it looks like I did a pretty good job. Every box is sealed, except for one. Eckbert, wait, Straggler. Straggler? What's in it? Looking into the box, I see a bunch of old photos in little photo albums. Whoa, I haven't seen these in years. I pull out one of the dusty albums from the top of the pile and we begin looking through it.
Wir müssten ja nur gerade umziehen, aber gut, dass wir jetzt erstmal Fotos gucken. Oh, das ist sie als Baby mit meiner Sonnenbrille. Oh, weißt du noch, Amanda? Good times. That's the coolest baby I've ever seen. The only way your father and I... Your mother and I. Ah, okay, wir können es aussuchen, ob wir sie zusammen mit einem anderen Mann oder mit einer Frau großgezogen haben. Ja, ist mir wurscht. Ich will, glaube ich, wir hatten ein spätes Coming Out. Wir haben erst mit unserer besten Freundin aus Jugendzeiten ein Kind gemacht und uns danach geoutet. Deshalb hat sie eine Mutter noch. Und jetzt suchen wir aber noch einen Vater on top. The only way your mother and I could get you to stop crying was to put the sunglasses on you. But whenever we tried to take them off, you'd start crying again. You spend the first 2 years of your life with sunglasses on. Ist das nicht ungesund? Wir müssen die Augen sich auch ans Tageslicht gewöhnen. Ich frage mich, was das mit einem macht. Nice. Halloween, when you were maybe 4. Aww. Leute, ganz ehrlich, die Tochter interessiert mich jetzt nicht. Also schon nett so. Cool, dass wir eine Tochter haben, aber ich würde jetzt gerne anfangen zu daten. Oh my god, that dragon costume. You couldn't decide between being a princess or a dragon. So you went with both, Princess Dragon. Ich sehe es ja auch ein, wir sind ein Daddy, deshalb müsste jetzt hier gezeigt werden, dass wir auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Daddy sind, aber... Why do I remember crying in that dragon costume? You saw yourself in the mirror and realized you were afraid of dragons. Seeing yourself... Jetzt rede ich doch komisch. Seeing yourself inside the dragon's mouth was a realization of your greatest fear, I think. Right, yep, definitely repressed that memory. And this was you and your horse face. She had a horse face. Schön. Oh. Dad. I believe you named that plush horse Sir Horsington the Brave. Ziemlich cooler Name. Kreatives Kind. I don't think that was his. Amanda lunges for the photo, but I quickly snatch it away and hold it above her head with my super dead arms. Nice try, but this is important blackmail for later down the road. Ach komm, so schlimm ist es doch nicht. Soll ich mal nicht so anstellen. Go ahead and try me. I've seen pictures of you and your scar band. Ouch, kid. The scummonist manifesto had a chance back in the day. I look off the distance and reminisce about that red horn section. Oh, I played the horn. Nice. Hey, it's Emma P. Das war eine Freundin von unserer Tochter, oder? No, Dad, that's Emma R. I didn't meet Emma P. until high school. Okay, sie hat anscheinend viele Freundinnen, die Emma hießen. Honey, I promise you wholeheartedly that I will never stop mixing those two up. Oh. Dad, Emma R.'s been my best friend since I was 7. Give it, like, a little bit of effort. Oh, right. Emma P. was the one who tried to steal people's pets. Whoa. Ich kann's verstehen. Fired a flaming tennis ball at the police station. Pooped her pants during a sleepover. Nee, das macht ja keinen Sinn, weil sie die ja erst später kennengelernt hat. Das finde ich lustig. No, Dad, that was Emma S. Okay. She moved to Kentucky 3 years ago. I miss her. Ist Emma so ein häufiger Name? In den USA ist aber gar nicht klar. I also miss my hamster. The hamster Emma? Sir Hamilton the Brave. Anyway, I gotta show this to Emma R. later. She'll get a kick out of it. Wenn sie so viele Emmas kennt, finde ich, irgendwie kann man sich coolere Namen ausdenken, um die auseinanderzuhalten, als einfach nur den Nachnamen abzukürzen. Das war jetzt ziemlich unkreativ von ihr. The first photography award you ever won. Photography, was ist denn los mit mir heute? Photography award you ever won. Oh, she's a photographer. She likes to wear yellow ribbons. In Deutschland ist Emma gerade ganz weit vorne. Ach, das ist krass, das wusste ich gar nicht. Ganz weit oben. Neulich noch geprüft. Aha. Nee, aber das wusste ich gar nicht. Ich finde den Namen immer schön. Ich bin so Mainstream dann offensichtlich. Yeah, and it got us a $20 gift card to McFridays with a Z. And then you got food poisoning from the cheesy Tostada Blast. Entschuldigung. I think you mean food poisoning, you know, with a Z. Ah, such a dad joke. Dad.
Still can't drive past McFridays without gagging. Still proud of you, though. Amanda reaches deep into the box and pulls out one last photo. Aww. Neither of us say a word. We stare at the photo for a long moment. Aww. Baby Amanda and her mom, I guess? I finally decide to break the silence. This was the day you were born. This was the day we adopted you. Ich habe euch die Story ja schon erzählt. Der hat mit seiner Jugendfreundin ein Kind bekommen. Deshalb hier das. It's kind of a funny story. We got into a car accident right there in the hospital parking lot. It wasn't anything big, just a fender bender. But of course I was freaking out and the title little old lady who crashed into us was freaking out and I didn't know what to do. But your mother, oh man. She holds my hand and looks me directly in the eyes, the calmest I've ever seen her. She says, it's okay, it's all gonna be okay. She was right, you know. I stare at the picture for longer. Maybe too long. I miss her. Oh nein, was mit ihr passiert? Can't even imagine what it must be like for Amanda. She pats me on the back. Also, ich glaube, die Mutter ist verstorben. Come on, Pops. We gotta finish packing. The moving van won't wait forever. You're right. Aber die sind extrem entspannt, oder? Dass sie jetzt erstmal so eine Journey down memory lane machen hier, wenn der moving van gleich kommt. Amanda and I pile into the car and take one last look at the old house. Which is the old house? I want to look at it. Haben wir... Nee, das ist ein Laden, das ist ein Gefängnis. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was unser old house ist, aber let's look at it, I guess. So many memories here. Hard to believe your mother and I bought this place almost 20 years ago. Okay, dann sind sie nicht als Teenager schwanger geworden. Das passt nicht mit meiner Geschichte zusammen. Man kauft als Teenager kein Haus. Hey, remember when I shattered the front... Oh, vielleicht war er so erfolgreich in seiner Ska-Band, dass das ging. Hey, remember when I shattered the front window playing catch? Nee, hat er wahrscheinlich vergessen, dein Vater. You always had very strong arms. Kommt wahrscheinlich ganz nach unten mit unseren dead arms. Hey, remember when I shattered the other front window pretending to be a robot who breaks windows? Ein cooles Kind auf jeden Fall. You were a very imaginative child. Hey, remember when I broke the back window? We get it, Amanda. You break stuff. And there'll be plenty more stuff for me to break in the new place. Memories to make and stuff to break. You ready? We sit in silence for a moment. I watched my daughter grow up in this house. I will forever hold a place in my heart. But it stings a little bit to leave it behind. I'm ready. Engine started. Or daddy farted. We don't know. Das war jetzt auch irgendwie ein Dead Joke, oder? The moving van begins to pull away and I get the car into position to follow it. I watch our house, our old house, disappear in the rearview mirror. Frog kommt nicht klar mit Terraria. What? Ach so, sieht man die Nachrichten? Also, ach, hier waren so Steam-Nachrichten, ich habe die gekonnt ignoriert. So what? Da wird viel geredet, ne, in dem Spiel. Ich glaube, das ist der Sinn von dem Dating Simulator, aber... so sell me on our cool new pad. Na, sagt sie. So sell me on a cool new pad. Pad ist das, wo die wohnen werden? I clear my throat to do my best cheesy announcer voice. Nestled in beautiful scenic down... Also, announcer voice, sorry. Nestled in beautiful scenic downtown Maple Bay, our new house features... Washer and dryer hookups. A two-car garage, multiple, nee, das finde ich nicht, brauchen wir nicht. Multiple places to sleep. Das ist schon mal gut. Not only are there bedrooms for your sleeping pleasure, but couches and floor spaces where you can, yes, catch a wink. What a deal, I mean, if sleep weren't for the week. You sleep more than anyone I know. Das habe ich jetzt gesehen, Rorschpecht. We don't know who's our daddy yet. I admit my faults, Pops. I keep it real. Anyway, ich tropfe gerade mit meinem Aperol in die Tastatur, das ist auch nicht so gut. It's also smaller than our last house. Ich möchte jetzt endlich daten, sorry. Die müssen jetzt hier so ein bisschen den Charakter zeichnen und so. Ich sehe es ja ein und die Relationship zwischen den beiden.
Aber ich freue mich seit Tagen darauf, mir einen Dream Daddy zu suchen. Das will ich auch anfangen. Cozier, you might argue. Good spin. I think it's great. Won't we be closer to a lot of cool stuff that we can walk to, so I don't have to waste gas? And I mean, trying to park downtown is, you know... Amanda, you know you're gonna have to learn how to parallel park at some point, right? Does she? Not gonna happen, Pops. Unser Kind wurde anti-autoritär erzogen, ich merke das schon. I think someone needs to do a 3-point turn on that attitude. Wow. I don't know how to do that either. Have you met the neighbors yet? Not yet. Wollen wir noch losfahren, oder? But the neighborhood seems pretty quiet. Oh, ich hoffe, wir haben Hot Daddy als Nachbarn. So you won't have to chase any rowdy teens off your lawn? You are the very teen you mock when you say that, honey. I'm in my last year of high school. I'm practically dust. Yeah, you're a real... Don't you dare. Senior. Dad, I know where this is going. Citizen. Oh God. I'm just gonna ignore that. Good call. But I won't forget it. So, what's item number one on the new house agenda? Kisten auspacken? Well, first we need to forge a path through the solid wall of boxes that's blocking the living room. I still have to install the washer and dryer, and we need to go grocery shopping. Pops, cool your jets. You have... Cool your jets! Hier kann ich auch Jugendsprache lernen. You have to promise me that we're gonna take a break and explore the neighborhood. Okay, okay, you're right. We'll get some work done and then check the area out. Uh-huh. We pull up for the new house and step inside. The lawn is freshly mown and for sale sign is, and the for sale sign is still in the yard. Okay, schön, schönes Haus. Da oben... Ach, das ist kurz wie ein Vogelnest, ich habe mich schon gefreut. Ja, sehr, also einfach, das ist auch nicht special, das Haus, aber schöne Farbe. Sehr halt so ein amerikanisches Vorstadthaus, ne? Heya! And with a swift kick from Amanda, the for sale sign is no more. Nice form, sweet pea. I got a problem with authority, ja, das haben wir schon gemerkt. I'm so proud. Man, all that karate chopping tuckered me out. I could really go for a sandwich. Erstmal Kisten auspacken, Fräulein. An ice cream sandwich, sweetie. It's 10 a.m. Ja und? We need to unpack first. I need some coffee ASAP. Coffee zu Hause oder in dem Café um die Ecke, wo wir vielleicht endlich einen anderen Dream Daddy treffen? Did you even see all the dogs in the park nearby? Ja, erstmal Coffee. I gotta get my hands on a nice hot cup of old bean juice or I'm gonna be useless all day. Ich weiß nicht, warum er jetzt so redet. Da oben rechts sind zwei so Pfeile. Da kann man das überspringen. Sollen wir das machen? Seid ihr da mit an Bord? Oder möchtet ihr diese lange, lange Unterhaltung mit anhören, mitlesen? I think we passed a coffee shop on the way here. Maybe we could check that out. We're gonna meet our first dream daddy. Sollen wir überspringen? Das müsst ihr sagen. Ich möchte euch das nicht wegnehmen, wenn ihr das spannender findet als ich vielleicht. Let's do it, sagt Egbert. An Bord, sagt Buffelbeiß. Aber jetzt ist es, glaube ich, eh vorbei. Ich kriege die Tipps nie mit, ich bin nicht schnell genug. Also. We walk down the street to the coffee spoon. A cute little place on the corner. Der Name von dem Laden, ey. Come on. Man, this is such a convenient... is in such convenient walking distance from our place. I mean, I guess. Warum freut er sich nicht? What's wrong? Why would I go somewhere else and drink coffee on a couch when I could just drink better coffee at home on my own couch and not have to make awkward eye contact with other people? Sorry. Ah, er ist ein Drinni. Aber er macht doch nicht awkward eye contact, er macht sexy eye contact. At least when I'm home, some random guy isn't gonna come up and sit on the recliner next to me. And I won't feel like a little weird about it, because technically he's not sitting at my table, but he's very much within my personal zone. Dad! And what's the etiquette when you have a dirty mug? Is there a bin? War der noch nie draußen, der Typ?
do you go set it up on the counter because you don't know where else to put it? So mache ich das immer, ja. Or do you leave it there and feel your face flush hot with shame as you consider the possibility that there's in fact a bin somewhere just out of sight and now you're that jerk who left their mug? Ach, Dad. A bin? Hey, ich dachte, die... Das ist doch ein Laden, da wird es doch Porzellantassen geben. Warum soll man den Müll werfen? Because America. Wahrscheinlich kriegt man da selbst einen Pappbecher, wenn man sich hinsetzt. Dad, are you just afraid to meet new people? No, we wanna meet new people now. Yes, Amanda. We walk inside. Ooh. Ooh. The inside of the coffee shop is incredibly warm and inviting. Is incredibly warm, also temperaturtechnisch gesehen, weil das fände ich eher nervig. Vinyl records line the walls and patrons lounge around on... Ich kann nicht lesen, was ist denn los mit mir? On well-worn couches. Some cool tunes spin on a record player next to a little stage. Okay, hier gibt's Live-Musik später. Ich glaube, wir kommen noch öfter hin. Aber nicht wegen der Live-Musik. Hey. Welcome to the Coffee Spoon... Wie redet Matt? Welcome to the Coffee Spoon, guys. How's it going? What's with the name? Wieso with the name? Och, so von dem Laden. Oh, it's kinda dumb. Hey. It gets mentioned in this poem I like, and I... Aw, he likes poems. And I thought it was a good idea at the time, and I suppose now it's still a good idea, because, like, the business is still running. Die Vorfreude ist real. But people ask me that question all the time and I give them the same answer every time. Now I'm standing here rambling and I'm sure we're all getting more and more uncomfortable the more I keep talking. But man, we're in it now and I can't stop. Ich finde cool, wenn Leute das ansprechen, dass es uncomfortable ist. Ich finde, das hilft. Warum fragen die Leute immer nach dem Namen? Also so, naja. Auffällig ist sie das auch nicht. So. Oh, die schweigen sich an. Oh, romantic. They're making eye contact. Look at their dreamy eyes. Look at how they're looking at each other. Sorry. So, what'll it be? I scan the chalkboard menu and I'm immediately overwhelmed. There's breakfast and lunch. And there's wahrscheinlich Alkohol und Non-Alkohol. Keine Ahnung. I'll have a... Ist das jetzt Teil des Flirtens, was wir uns jetzt aussuchen? Oh, Godspeed you, black coffee, iced tea again, and Sarah, what? Chai and... Sorry. Chai and word. Ich habe keine Ahnung. Also eigentlich hat er ja behauptet, er braucht einen Kaffee. Welche Botschaft senden wir denn jeweils dadurch? Also hier ist so, wir sind so ein ganz bodenständiger, klassischer Typ. Wir wollen einfach nur Kaffee. Das sind alles Anspielungen auf Bands, oder? Meint Oni Mekoni. Ah! Iced Tea. Ist das... Also Ann Sarah, kenne ich nur Ed Sarah von Tic-Tac-Toe, nachdem Ricky weg war. Tic-Tac-Toe Ed Sarah gab es da. Mit dem Snable A, dem Ed aus dem... Ja, dem Ed aus dem Internet. Das ich damals noch nicht kannte und deshalb verwirrt war davon, warum die Band plötzlich diese schnörkelige Ader drin hat. Sorry, ich erkenne die tatsächlich nicht, die Bands. Tegan and Sarah und Diane Ward. Ich weiß nicht, wie man das Doppel-O ausspricht. Aber das erste checke ich auch nicht. Godspeed you, Black Coffee. Black Meinst du, das machen wir jetzt auch in der Story extra, um zu gucken, ob er das versteht? Er hat auf jeden Fall Geduld. Aber er hat auch wenig Kunden. A classic. Yes, kam gut an. Da kam ihm aus dem Hintern Herzchen geflogen. Habt ihr gesehen? I don't get it. Ach so, er hat das so vorgeschlagen. Sorry. Godspeed ist eine Band, glaube ich. Ah, okay. Oh, it's a pun. Godspeed You Black Emperor is a really amazing and influential progressive rock band known for their sweeping soundscapes and... Hey. I'm doing the thing again. Der ist sehr self-conscious, ne? Und spricht das aber auch viel an. Hmm. But coming right up. Hmm. And for you?
I'll have a macchiato di Marco, please. Coming right up. Do you want that in small, medium or biggie smalls? Biggie smalls? Medium. Wait, is biggie smalls big or small? Ist wieder irgendeine Anspielung, oder? I should change that, shouldn't I? Ja, es ist sehr verwirrend. Ich mag die Hey-Hm-Geräusche, die der immer macht. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, der ist der Einzige, der so ein bisschen synchronisiert ist. Wobei, nee, sie macht auch mal so, hä? Oh, wieder aus dem Bild geslidet. Jetzt ist es um mich geschehen. Wie cool war das denn? Matt sets to making our drinks and Amanda and I take a seat on one of the couches. What's his deal? Wie, what's his deal? Der war doch nett. Let the man make his puns. Vor allem, wir machen doch auch die ganze dämliche Puns. They're cooler bands than you listen to anyway. Wozu listen wir denn? Was hören wir denn? Hey! Hey! Ska was cool once. Ist das jetzt ein Argument pro oder contra? Weiß man nicht. This couch is actually pretty comfy. Maybe not comfier than our couch, but it's alright. Good lumbar support. You sink right into it. Okay, it's comfier than our couch. Amanda nudges me. This place is right next to our house, and that guy seems not only cool, but also just as uncomfortable with talking to other people as you are. Ooh. Ist das dann ein good match oder ein bad match, wenn beide awkward, socially awkward sind? You should totally become friends with him. I don't know. Yeah. Come on. What we say about meeting new people? Gut, dass sie so unser Motivational Trainer und beste Freundin auch noch gleichzeitig ist. I can't meet new people if I always stay inside and also don't go outside and also don't want to talk to people. Don't talk to people, Entschuldigung, das wanna habe ich eingesetzt. See, we're making progress. Matt sets our drinks down. Wir sitzen aber noch gar nicht auf unserer Couch. Matt sets our drinks down at our table and I immediately burn the roof of my mouth. Trinken wir zum ersten Mal Kaffee oder was? Wobei das ist was, was man auch einfach im Leben nicht lernt, oder? Ich verbrenne mich auch noch ständig. Good one. Hi, we are new in the neighborhood. I'm Amanda and this is my dad, Egbert. Sorry. Wir hätten noch einen lustigeren Namen nehmen sollen. Einfach nur, ich bin jedes Mal freue, wenn er vorkommt. All right on. Pleased to meet you both. You ought to come by when my daughter's hanging around the shop. You two might get along. Weil ihr beide im gleichen Alter seid, oder warum? Yeah, I'm sure we'll maybe come in from time to time. Amanda kicks my leg from under the table. I'm sure we'll be here a lot. You know what? Let me get your guys' opinion on something. How do I look? Was kommt denn jetzt? Matt goes into the bag and comes out with a fresh plate of something that smells amazing. Oh, das sieht aber auch alles voll lecker aus. Bisschen Bock auf was Süßes jetzt. I'm working on a new banana bread recipe and I need help coming up with a name for it. Alter, hol dir den. Hol dir den Egbert. Der backt. Der macht lecker Kaffee. Der macht komische Bandreferenzen, also er ist into music, ist doch alles prima. Müssen wir noch andere treffen oder können wir den direkt nehmen? Well, I think we're gonna have to taste test if... Ach, jeez, was denn? Ich kann heute nicht lesen, tut mir so leid, ich weiß nicht, was los ist. Well, I think we're gonna have to taste test it first, so we can get the full flavor profile of, you know, and really appreciate the flavor sensation of, Jetzt rede ich fast wie mein eigener Vater. Amanda nods vigorously. She knows this game. Yeah, we need to give that Nana bread. The Nana. Die ist so cool. Die sagt keinen Satz, ohne irgendwie so coole Wörter zu benutzen. Ich bin richtig, ich fühle mich richtig alt. Yeah, we need to give that Nana bread a taste if you want us doing free creative labor. Ich glaube, es sind diese fliegenden Punkte im Hintergrund, die mich vom Lesen ablenken. I think that would be commensurate. Commensurate? With, Die sagen alle viel, I've taught her well. We have trained for this day. Also er wollte uns das verkaufen und wir wollen das jetzt probieren. Ich habe jetzt nicht mal zugehört vor Lesestress. I was just gonna give you guys free banana bread anyway. Okay, ja, darum ging's. Right, yes, that. Matt serves us each a piece. A man and I happily chow down. Chow down. The showdown. This is amazing. Thanks. The secret ingredient is bananas. Ich hoffe, das ist keine Metapher. So, any ideas? I'm stumped. Well, I think I might only be able to give you dead band puns, but I'll give it a shot.
Ach so, Ideas für den Namen. Banana Bread Kennedy's, Grateful Banana Bread. Grateful Bread. Das verstehe ich. Right Said Banana Bread, verstehe ich auch. Right Said Fred, Grateful Dead, Banana Bread Kennedy's, Dead Kennedy's. Yes, ich hab's ja. Guck, ich bin ein guter Dad. Die Sachen habe ich alle erkannt. Yes. Welches nehmen wir? Banana Bread Kennedy's. Das ist halt zu lang. Ich würde dann das. Conny ist noch cool. Noch. Am Ende der Streams ist es vorbei, glaube ich. Right Said Banana Bread. Ich finde das, glaube ich, am lustigsten. Ja, und Gerrit auch. Weil da passen die Silben von der Länge her besser als bei dem anderen. Like Right Said Fred. Gut, dass er das noch erklärt. Uncool. But now it's about banana bread. I think the youngsters would like it despite not getting it. That actually has a nice ring to it. He's surprised. Really? Yeah. Right Said Banana Bread. Strong decisions. That's art, baby. Hat er uns gerade Baby genannt? I wanna be your dream daddy! What's his name again? Matt! I wanted to say baby because I thought it would sound cool, but once I said it, I realized that it just doesn't sound good coming out of my mouth and maybe I should just leave saying baby to the professionals. Ich find's sehr lustig, wie der Emma. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass er was sagt und dann direkt einen Satz danach, dass er dann irgendwie wieder zurücknimmt und relativieren muss und es ihm unangenehm ist. Enjoy your coffee. Ich fände es aber auch anstrengend, wenn man so viel mit der Person reden muss, die einen bedient. Also kommt ein bisschen auf meine Stimmung an, aber ich glaube, an manchen Tagen fände ich das fürchterlich. Thanks, baby. Nice. See, it sounds good when you say it. Wer ist er? Achso, das wird jetzt erklärt. Ich dachte so, what? Ich bin over. Oh, ihr könnt ihn nicht sehen. Moment, das geht natürlich nicht. Hier. Das ist, der erinnert mich an irgendwen. Und er sieht extrem genervt aus. Ja, sorry, dass wir vor deinen Augen flirten. Right, genau, wer ist er? Er sitzt da, steht da. Across the way, a man catches my eye. Wir sind doch gerade mit Matt am Flirten. Jetzt konzentriere dich doch auf ihn. Across the way, a man catches my eye. He sits by himself, brooding over a cup of coffee. Our eyes meet just for a moment. Der sieht aus, als würde er bei The Walking Dead mitspielen. Das stimmt. Ich finde auch, der sieht irgendwie genervt und ein bisschen ungesund aus. Oh, ich hatte mich gerade auf Matt eingeschossen. Ich kann das nicht ständig wechseln. I hastily look away, hoping he didn't catch me staring. Who is that? Keine Ahnung, ein Typ halt. We finish up our drinks and head out. Thanks for stopping in. Take care. Okay, now that we're full of caffeine, where to? Vielleicht unsere Kisten auspacken? I should get back to unpacking. Let's get some fresh air. I need a nap. Yeah, let's unpack. I've got a lot on my plate right now. Did you know that moving is one of the biggest sources of stress for adults? Glaube ich sofort. Und ich habe es im letzten Dreivierteljahr zweimal getan. Fürchterlich. Darauf muss ich trinken. Is it right behind the constant fear that you smell bad and everyone's too polite to tell you? Das kenne ich auch. Oder dass man Mundgeruch hat und keiner sagt es einem. Probably. Do I smell bad? No, Eckbert, not you. Manna gives me a whiff. You're fine, Pops. Let's go home. Tipp für. Meint ihr, ich schaffe heute mal einen Tipp zu Ende zu lesen? Oder überhaupt anzufangen? Wahrscheinlich nicht. Ich hatte kurz keine Musik von Unpacking tatsächlich. I get to work unpacking the various boxes around the living room. A couple of hours pass and I get some good work done. The washer dryer unit is both washing and drying and we can actually walk through the living room without tripping over boxes. Wie schnell die sind mit dem ganzen Haushalt. Das sieht auch jetzt nicht so aus, als hätte man gerade unpackt, sondern es sieht aus, würde man schon eine Weile da wohnen, oder? First visitor already? Das ist bestimmt ein Nachbar, der sich vorstellt, der hat Muffins gebacken. Wie bei Desperate Housewives. I walk over to the door and open it. Wir wissen noch nicht, was ist. Mystery person says, hello? A handsome clean-cut man stands... Barbie-Ken. A handsome clean-cut man stands at my door. Brandishing a plate of cook... Okay.
Immerhin. Aber wir können auch die Cookies nehmen. Er ist jetzt, glaube ich, nicht so mein Fall. Der sieht aus, als käme er, weiß ich nicht. Sieht aus wie so ein Sylt-Urlauber oder so. Weiß nicht. Aber es soll ja auch Egbert gefallen, nicht uns. Ich glaube auch nicht, dass wir sein Typ sind, oder? Hello? Nice. Wie? Ein Joseph. Jetzt habe ich eben extra vermieden, dass unser Charakter heißt wie mein Opa. Jetzt heißt der Dude wie mein Vater. Gut. Oh, where are my manners? My name is Joseph. I'm your next door neighbor. Oh, yes, hi, I'm Egbert. That's what my name is. And my t-shirt. I saw the moving van and thought I'd bring over some cookies, die er spontan da hätte, oder was? My daughter Christy wanted me to let you know she baked them herself. Ach, schade, ich dachte, er hätte die gebacken. Also, wie schnell ist denn seine Tochter mit Backen? Oder hat die hat die eigentlich von irgendwen anders gebacken oder hätte die einfach weggenommen? So müsst ihr jetzt die neuen Nachbarn damit begrüßen. Ich habe gerade nochmal den Kommentar von Gerrit gelesen zum Typen davor. Der sieht aus, als würde er bei The Walking Dead mitspielen. Und kurz hat mein Gehirn mir nicht gesagt, dass der schon alt ist, der Kommentar, und dachte so, wirklich? Okay, es gibt Cookies. Joseph leans in and whispers. Creep. But between you and me, she just sprinkled in the chocolate chips. Ach so, hat doch er gebacken. Fein manikürte Hände hat er auch. Gibt's hier, wie findet ihr denn? Ich wollte jetzt gar nicht das so vorwegnehmen. Das ist nicht so mein. Also das Egbert oder ich als Egbert, den ich jetzt, glaube ich, nicht so gut finde. Aber das sind ja auch nur Äußerlichkeiten. Vielleicht ist er ja ein richtig guter Typ. We both share laugh. Kids, right? Yeah. Wow, Cookies, huh? So nice to meet you. Ich finde gut, dass die alle Töchter haben im Alter unserer Tochter. Das ist so convenient. Joseph hands her the plate of cookies with a smile. Well, thanks for the cookies. Manna disappears with the cookies. Gott sei Dank. Ich dachte, die wäre jetzt immer dabei. So Ruhe haben vor unserer Tochter. Amanda, come be- And she's gone. Aber wir haben gehofft, dass sie da bleibt, damit sie die Conversation hier leiten kann, weil wir das ja nicht so gerne machen. That's my daughter. Her name is Amanda. She's a charmer, obviously. Daughters are tough. Was für ein dämlicher, generischer Satz. Sons are also tough. Okay, dann jetzt ist wieder okay. Jetzt hat er das gleichgesetzt. Children in general are just tough. Okay, ich glaube, die sind alle super awkward, oder? Er weiß auch nicht, was er sagen soll. I hear that. I mean, there'd have to be something wrong with you to try raise more than two. Oh nein, er sagt, er hat sieben. I have four kids. Peinlich. What have you done? Oh, I meant... Don't worry, you didn't mean to be rude. But you were. Oh no, this is the first neighbor I've met and my social life is already in a tailspin. Ah, jetzt übertreib mal nicht. I wonder if it's too late to move again. Yeah, okay. You want an egg? Ne, wir müssen ja irgendwas anbieten. Sag mal, er soll reinkommen, ob er was trinken will und so. Wissen wir eigentlich gar nicht, wie das funktioniert. Er hat extra Kekse gebacken und wir versagen hier echt. Is the Mrs. around? Da muss er mal kurz abklopfen. Haben wir eine Mrs.? Wo sind wir da eigentlich gelandet? Wie viel Prozent von Männern sind schwul? Ich finde das sehr weird, dass wir da... unser Nachbar ist schwul. Unser Coffee-Barista-Dude ist schwul. Also wahrscheinlich. Obwohl, das wissen wir ja gar nicht. Ne? Ich bin jetzt aber davon ausgegangen, weil das ja das Dream-Lady-Spiel ist und wir uns alle gegenseitig daten können. Aber das heißt ja gar nicht, dass das alles, dass sie alle schwul sind. Oder bisexuell. Oder was auch immer. Aber wenn, ist das natürlich... Also, was haben wir für ein Glück, wollte ich damit sagen. Wir, der Egbert. Is the Mrs. around? No, not anymore. She died. Auch unangenehm. So der dritte Satz, den man miteinander redet. Aber ich meine, was soll er sonst sagen? Er könnte auch nur sagen, not anymore, aber ich finde es schon. Ich finde es gut, sowas direkt zu sagen. Oh, kann man direkt testen, wie Leute reagieren. Da fasst er sich an den Ralph Lauren-Hemd. I'm sorry for your loss. No, no, it's all right. Is it? Wow, this is uncomfortable. We stand there quiet for a moment. Quietly, Entschuldigung. Acutely aware of how awkward we both made things. I'm sorry, can you close the door real quick? Warum? Weil hat er sich verkühlt? I look at Joseph's quizzically but calmly. After a second, I hear a knock on the door.
Opening it, I see Joseph standing there with a huge smile. Ah, okay, er ist rausgegangen und macht jetzt einen auf. Lass uns nochmal von vorne anfangen und so. Bisschen cute, aber auch. Ein bisschen zu viel Hollywood-Filme gesehen. Hey, I'm your new neighbor, Joseph. I promise not to talk about your dead spouse this time. I'm throwing a barbecue for the cul-de-sac. And I'd love for you... Was ist eigentlich cul-de-sac? And I'd love for you to come by and meet the rest of the neighbors in our community. What you say, Paul? What you say, Paul? Entschuldigung. Ich weiß nicht, was heute los ist. Aber es ist hier, dass der Stream, wo openly zugegeben wird, wenn man Sachen... Das Wort schon tausendmal gehört und trotzdem nicht weiß, was das heißt. Einbahnstraße auf Französisch. Ah, und warum redet der junge Mann Französisch? Weiß man nicht. That sounds great. My daughter Amanda and I would love to stop by. Also, 4 kids is a perfectly normal amount of children to have. Die sind schon lustig und cute. We shake hands to seal the deal. Well, neighbor. I'll see you at 3 p.m. sharp on Saturday. Sackgasse, hat Buffelbeiß nochmal korrigiert. Ja, wegen Cul-de-sac, hört man ja schon. Ich habe wechsel die immer, keine Ahnung warum. Gar kein Problem. Wendehammer könnte auch noch sein. Ja genau, mit so ein paar Häusern im Kreis am Ende. Das ist Wendehammer, das kenne ich. Aber auch nicht auf Französisch. Sure thing, neighbor. Slidet der auch wieder rückwärts aus dem Bild? Guck mal, warte. Na? Sure thing, neighbor. Hat das gepasst? Hat das gepasst? So, Joseph starts walking away, but stops to think for a second and turns around. Perfekt, danke. Hey, in all seriousness, raising a kid on your own can't be easy. If you... Oh, das I ist klein. Das stört mich ungemein. If you ever need to talk about stuff, I'm the youth minister... Ach Gott. Youth minister at a church down the street. Auch das noch. Ja, er hat mich noch nicht überzeugt. Außer die Kekse, die fand ich gut. Also er raised seine 4 Kinder nicht on his own anscheinend. I don't know. I wouldn't really consider myself a youth. Nice. Wink. You look pretty young to me, but suit yourself. Oh nein, er ist beim Zwinkern hängen geblieben. Seine Fake Lashes haben sich verhakt. Können wir helfen? Ah, weg ist er. And with that, Joseph's gone. Er ist Joseph und muss da direkt ein Minister sein. Zum heiligen Namen. He seemed nice. Wo war sie? Hat sie sich am Sofa versteckt? Amanda walks back into the living room. Crumbs on her face and cookie in hand. That was the smoothest recover I've ever seen. I should be taking notes. See? You're already fitting in great. Where'd those cookies go? They're gone. I'm sorry. If it makes you feel any better, they weren't very good. Okay, er kann doch nicht backen. So you ate all of them anyway? Kann ich nachvollziehen. I guess that makes it break time. Any ideas? Wie break time? Ach, wir haben bis gerade Kissen ausgepackt. Okay, war nicht klar, dass wir schon was getan hatten. Let's get some fresh air. Joseph probably wants his plate back. Gehen wir jetzt direkt zu Joseph. Ich will eigentlich lieber Matt bisher. Hieß er Matt? Ja, ne? Oder den Mystery Zombie Dude aus dem Café. Fresh air. Vielleicht treffen wir da noch einen vierten. Wir haben ein bisschen Auswahl hier. Let's hit that park down the road. I saw a ton of dogs there. When we drove past. Ist das... Also die gehen jetzt dog watching, oder was ist deren Ding? Okay, will you help me steal a dog? Oh, so wie hier ihre Freundin Emma Dingenskirchen. For the last time, I can't fit a dog into the pockets of my cargo shorts. It's physically impossible. Kommt auf den Dog an, oder? So einen ganz kleinen. You're breaking my heart, Pops. Okay, wir müssen den Hund kaufen. Dad Tip Number 7. Laser. Wer kann sowas so schnell lesen? Ich krieg's nicht hin. Amanda and I begin a stroll through the neighborhood. I can't believe how beautiful it is outside. Kids are playing in the streets, the flowers are in bloom, and the faint smell of nearby barbecue drifts through the air. Arr. Barbecue. Das kriegt mich jetzt nicht so. Aber sonst schön. Schön gezeichnet. Ich mag das. This place is nice. Huh? Too nice. Too quiet. I don't trust it. Ja, ich glaube auch, das ist einfach alles nur eine Illusion, eine Fantasy. Mit so vielen potential dads to date.
einen Eiswürfel verschluckt. Oder, das, oder den Rest eines Eiswürfels. Entschuldigung. Good eye, honey. You can never be too careful. See that baby in that stroller over there? Government operative. We're onto you, baby. They're being funny. Saving. Das muss ich nicht vorlesen. Jetzt gut, ich kann hier unten, das kriege ich nicht gelesen, aber ich lese vor, wenn da oben Saving steht, was ich gar nicht gesehen habe, weil das hinter meinem Kopf war. We walk for a while and eventually end up at the small park. Toddlers chase each other through the playground and dogs all of all shapes and sizes, auch klein genug, um es in meine Cargohose zu kriegen, roam through the grass. It's pretty crowded, but Amanda spots a nice empty bench. Dann kann es ja nicht pretty crowded sein. We start to make our way over to it when... Was ist gonna be this time? Heads up! Heads up! Braucht mal eine neue Stimme. Ow! A frisbee suddenly hits me in the face. Jetzt kommt der Sporty Daddy. Übrigens haben wir bei dem Typen aus dem... Also bei den beiden Leuten aus dem Café, wissen wir noch gar nicht, ob das Daddies sind, by the way. Woof! Oh, wir können einen Hund treffen. Oh, können wir den auch als Love Interest haben? Das ist nicht erlaubt, Leute, das macht man nicht. Also nicht nur, weil es nicht erlaubt ist, sondern... Wir können nie wissen, ob der Hund seinen Consent gibt. So, jetzt, nachdem es so ernst geworden ist, wollen wir weiterspielen. A corgi with a neat plaid handkerchief tied around its neck bounce up to me, wagging its tail. Man kann aber Freunde sein, das ist okay. Did you throw this thing at my head? Hello, I like your necktie, sorry. Sagen wir erstmal hello, wie man das macht, wenn man ein Tier trifft. Arf, arf. Ja. Soll das bellen sein? Ich gehe weiter vom Mikro weg. So. He runs around in a circle and nudges my leg with his nose. Oh God, this is the cutest dog. Oh, it's a corgi. Look at it. Vielleicht treffen wir gleich die Queen. Can I help you? Impart upon me your wisdom, tiny dog. Ja, so tiny sind Corgis doch gar nicht. Nur sehr, also nicht sehr hoch, aber auch nicht wirklich tiny. Pet the dog. Nee, erstmal petten. Die Sprache des Pettens versteht er eher, als wenn wir ihn jetzt zutexten. But where do I pet the dog? Give him those head... Hat jemand eine Ahnung, wie man Hunde, die man nicht kennt, wo man da anfängt, die zu begrüßen? Bei einer Katze würde man jetzt die Hand hinhalten und erstmal warten, dass sie schnuppert und danach streicheln. Wie mache ich das jetzt bei einem Hund, damit er mich nicht beißt oder ich ihm irgendwie unhöflich komme? We need some chin scratches in here. Dare we try the butt pads? Ja, butt pads ist, glaube ich, würde ich nicht direkt machen. Aber da denke ich jetzt vielleicht wieder in Katzenkategorien. Give him those head rubs. Keine Tipps von euch. Bei einem Hund mache ich es auch so mit Hand hinhalten. Okay, das heißt Chin Scratches oder Head Rubs. Ich mache mal Chin Scratches. Da kann er dann so ein bisschen gucken, an der Hand riechen. I give him some little scratches under his chin. Oh, his tail is wagging at top speed. Oh, he likes us. Oh, wir müssen noch rauskriegen, wie er heißt. You definitely... Could have caught that. Ach nee, es ist jetzt sein Herrchen. Ooh, he's a butt guy, dead butt guy too. A guy in a Hawaiian shirt jogs over to us and takes the frisbee from me. Okay, der hat eine tiefe Stimme. You know, frisbees are traditionally caught with your hands, not your face. Wow, dreist. Der schmeißt mir eine Frisbee an den Kopf und ist dann noch, versucht dann noch lustig zu sein. Ich hätte mein Augenbrauenpiercing verlieren können. Well, you're traditionally not supposed to aim for people's heads. It's a new technique. I'll catch it with my teeth next time. Ja, komm, wir können schon einen leichten Vorwurf machen, finde ich. But I'm fine, thanks. Echt, ey, Arschloch. Haha, I'm just messing with you. I'm Brian, by the way. Ich finde, der ist schon ein Ginger-Typ. Der ist schon ein bisschen hot, passt auch zum Hund. Ah, Mist, den finde ich auch ganz gut. Ah, Eckbert. Eckbert sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. I'm Eggbert, and this is my daughter, Amanda. I look over at Amanda, only to find her smiling, sitting on the ground, rubbing the dog's tummy. Hi. Your dog's cool. Ah, old Maxwell sure loves the attention. Warum redet er jetzt wieder so komisch? Man weiß es nicht. It's great to see another father and daughter out here on such a sunny day. Ist der Hund, meinte sein Hund mit Daughter oder hat er noch einen Daughter dabei, den wir jetzt nicht sehen? Aber Maxwell, ist das ein Frauenname? Where's yours? Brian gestures over to, okay, to Gracie Knoll, Grassy Knoll, where a young girl sits on a checkered blanket. She's reading a book bigger than her head. She puts it,
Wie alt ist sie denn? A book bigger than her head? Da stelle ich mir so vor wie beim Kinderarzt, diese riesigen Wimmelbücher, die irgendwie so einen Meter hoch waren, dass sie sowas liest. Wie lieb. Oder halt so einen ganz krassen, so ein Kunstband, so ein Bildband über irgendwie Kunstwerke, der so 50 Kilo wiegt. She puts it down and heads over to us. Oh, Daisy. Cute, die hat die gleiche Haarfarbe, fast die gleiche Haarfarbe, aber auch die Freckles. Unsere hat aber auch die Freckles, it's a thing for daughters. This is Daisy, she's reading the... Gut, dass er das vor, also so für sie redet, das finde ich jetzt weird. This is Daisy, she's reading the Brothers Karamazov. Karamazov. Sollte man wahrscheinlich kennen und ich habe sie wieder verkackt. Her teacher tells me that she has the reading comprehension skills of a high schooler. Moment, wie alt ist sie denn? Jünger dann, oder was? How old is she? Können wir aufhören, über die zu reden, während sie daneben steht? Das ist mega weird. Da gibt es mehr Ähnlichkeit zwischen Vater und Tochter. Das stimmt. Bei uns nicht so richtig. Da hätte das mit dem Adopted vielleicht doch Sinn gemacht. Aber das ist ja Quatsch. War ja auch nur eine Mutter im Spiel. Und also eigentlich auch ein bisschen good for Amanda, dass sie nicht so sehr nach uns kommt, würde ich jetzt mal sagen. 10. She's a precocious little youngster. Wie weird ist das, dass er die so... Ich meine, mit 10 kann man, glaube ich, reden. Wow. My natural dad instincts kick in. I must brag about my child's accomplishments. Okay. Sie guckt schon so genervt. Geil, diese Gaming-Musik. Oh no, it's happening. Was kann sie Geiles... Oh, ein Minigame. Brian, go on, Daisy. Tell him about yourself. Und eigentlich, was muss ich machen? Tastatur, Handy... Ah! Ich dachte, ich könnte hier schön rumklicken. Okay, das funktioniert nicht. Daisy, Hier funktioniert das nicht richtig. Brian, that's my girl. Egbert, Amanda, get in there. Wie unangenehm. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Amanda, okay, okay. Egbert's HP. Das ist einfach jetzt Pokémon mit Daughters. Egbert's HP 80, Brian's HP 80. Gut, dass da auch die Namen der Väter stehen. Die Accomplishments der Daughters sind nicht eure Accomplishments, will ich nochmal dazu sagen, Leute. Ah, sollen wir braggen oder fliehen? Ich brag erstmal. Egbert, Amanda here just recently won a local photography award. Brian, wow, congratulations. Ja, die müssen trotzdem freundlich sein. Brian loses 10 HP. Brian, Daisy actually just won a statewide poetry contest. You lose 15 HP. Fuck! Egbert's HP 65, Brian's HP 70. Was haben, können wir noch machen? Also das ist Break, Item, Flee and... That was very effective. Geht so. Aber was ist... Item, Flee... fliehen wollen wir natürlich nicht. Das heißt Item und was ist... Dirty, Daughter... Aber was passiert, wenn wir das machen? Sollen wir es ausprobieren? Can't switch daughters. Amanda is your only daughter. Okay, das ist lustig. Egbert's HP 65, Brian's HP 70. Item. Grade card, Band-Aid, Child Art, Spelling Bee Photo. Grade card. So wie ich unsere Tochter einschätze, ich weiß nicht, ob die gute Noten hat. Ich glaube, die hat es nicht so mit Authorities, also ist sie auch nicht so ein Sucker at school. Band-Aid. Wieso Band-Aid? Das verstehe ich nicht. Spelling Bee Photo, Child... Ich mach mal Child Art. You unfurl your wallet to reveal a tiny copy of a drawing of a cornucopia Amanda did in the first grade. Das ist ein bisschen Panne, oder? Holst du nicht bei so einer, wie alt ist die, 16-Jährigen oder so, so ein Bild raus, was sie als Kind gemalt hat. Brian, cute! This isn't very impressive, but Amanda genuinely appreciates your holding on to it. Brian loses 10 HP, you regain 20 HP. Weil unsere Tochter das süß findet. Okay, cool. Brian, Daisy just started a weekly chess club at her elementary school computer lab. Ich finde es schade, dass es nur solche Sachen sind und dass sie nicht damit bringen, dass die irgendwie charakterlich irgendwie was drauf haben. Brian, she's the president too, of course. Amanda, dang, my high school doesn't have a chess club or a computer lab. You lose 10, only 10. Okay, ich dachte, es wäre mehr. 10 HP. Egbert's HP 75, Brian's HP 60. Wir können es schaffen, Leute. Wir braggen nochmal, oder?
Last week, unprompted, Amanda helped an old woman with her grocery bags. It's extra powerful. Brian loses 20 HP. Brian, Daisy sold enough candy bars this year to get the top prize. A canoe! Aber selling candy bars, weiß ich nicht, ob das eine gute Tat ist. Also war das für einen guten Zweck? We're taking it out next weekend. Achso, sorry, das sagt die kleine 10-jährige Daisy. We're taking it out next weekend. Sie ist 10, aber hat die Stimme einer 4-jährigen. How is that even possible? Amanda could barely get one of those sticky hand things. Oh nein. It's extra powerful. You lose 20 HP. Eggbert's HP 55, Brian's HP 40. Es ist so spannend. Was, sollen wir nochmal braggen oder item? Great Card, Spelling Bee Photo. Aber Spelling Bee macht man in ihrem Alter auch nicht mehr. Das sind immer so Sachen, die so aus der Vergangenheit, die wir rausholen. Ich weiß auch nicht, was bei Band-Aid passiert. With a flourish, you produce a Band-Aid from your pocket. Take a knee and start to apply it to Amanda's arm. Warum? Amanda, what are you doing, Dad? Eggbert being a protective parent. Anyone would agree, it is an unusual gesture. You lose 10 HP. Ja, zu Recht. Wie weird ist das denn? Brian, did I mention Daisy said her first word at 10 months? Daddy! She called him Daddy early. Amanda's was potty. Still cute, but maybe this isn't the time to bring it up. Oh nein, wir verlieren. Wir sollten unsere Tochter wirklich austauschen. You lose 10 HP. Eggbert's HP 35. Brian's HP 40. Fuck, 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 fuck. Was haben wir noch für Items? Ach, jetzt können wir nicht wieder zurückgehen, ne? Scheiße. Great Card, oder? Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir sind halt so in der Pubertät, da sind wir vielleicht... Ist unsere Tochter weniger auf Schule konzentriert als hier das 10-jährige Mädel. You pull a wrinkled copy of Amanda's last grade card out of your back pocket. Amanda, Dad! Awesome grades! Brian loses 25 HP. Yes, Amanda! Go get her. Brian, you really carry that around everywhere? Ouch. Maybe it is kind of weird. You lose 5 HP. Fuck. Brian, Daisy here has all of her adult teeth. Never had a cavity either. Ja, unsere Tochter auch so. Wow. Ja, weil sie auch die ganzen Süßigkeiten Riegel verkauft hat, deshalb. Amanda self-consciously pushes her lips together to hide her teeth. Unsere Tochter ist komplett rotten. It's extra powerful. You lose 20 HP, wir sind gleich tot. Oh ja, es geht. 5 Unterschied. Okay, was machen wir jetzt? Danach fliehen. Sollen wir fliehen? Er ist schon... Ich will nicht. Ich will nicht fliehen. Oh, scheiße, scheiße. Okay. Angerit sagt fliehen. Nee, sagt er. Finish him! Oder her. Was machen wir jetzt? Item oder nochmal Brag? Sollen wir nochmal Brag versuchen? Eggbert. Amanda's in all honors classes this semester. Brian, du bist Tennisspieler. Jetzt hat er nur noch 5. Wir kriegen ihn. Brian, oh, really? I'm actually talking to Daisy's teacher about having her skip a grade. Fuck! Even Amanda kind of bristles at that one. You lose 20 HP. Wir sind tot, Leute. Wir sind tot. Dang, he's really got us beat. Brian, boy, it's been such a treat getting to meet you too. Arr! Did he have to add insult to injury by being such a gracious winner? Es ist nicht schwer, ein gracious winner zu sein, oder? Das war anstrengend. So I take it you guys are new to the neighborhood. Wir können das nachher nochmal spielen, bestimmt. Das ist, glaube ich, in den Minigames gespeichert. Jetzt alle wieder ganz normal, sich fast umgebracht gerade, aber egal. We just moved in. Do you live around here? Oh. Yeah, we live in that cul-de-sac. Das ist Französisch für Sackgasse. Down next to the coffee shop. Alle, das ist eine Ballung von Love Interest da. Sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt. What a coincidence. That's where we live too. Small world. Yeah, Daisy and I are in that little ranch-style house on the corner. I know that house. It's just like ours, but slightly bigger and better landscaped. Does this guy have to outdo me at everything? Gut, dass das so eine komische Konkurrenzgeschichte ist zwischen den beiden. Ich verstehe das nicht. What a lovely place. Well, I don't want to take up any more of your time. Really nice meeting you guys. You'll have to stop by at some point. Ja, wir brauchen eine Revanche. Yeah, definitely. Bye. Bye-bye. Brian and Daisy walk further into the park with Maxwell happily trotting along in tow. Do you get the feeling that he was trying to one-up us? Nö.
trying and succeeding. I can't believe that kid's only 10. What was I even doing at her age? Breaking window glasses, glaube ich. I believe you had a bit of a thing for horses. Shame that didn't pan out. Could have majored in comparative horse studies. It's not too late to minor in horse creativity writing, creative writing. Too close to the truth, Dad. Let us never again speak of The Fantastic Adventures of Sir Horsington the Brave, an epic in 7 parts by Amanda Sanchez. Warum nicht? Ist doch cool. 7 Bücher hat sie schon geschrieben. We Love of the Horse, oder 7 Kapitel. We Love of the Horse Epic and Walk Around the Park a bit more, enjoying the day. Oh, so romantic. Was, wie krass viel Energie die haben an dem Tag, wo sie in das neue Haus einziehen, oder? Go take a nap, only option. All the sunlight is making me real tired. I don't think I got enough sleep last night. Why? What happened? You slept for 14 hours. Aber mit einer Umzugskiste. Das ist nicht so erfüllend. Exactly. As we're walking home, I hear heavy footsteps come up behind us. Who is it? Egbert, bro! Oh, jemand, den wir kennen. Oh. Okay. Wie süß ist denn sein Kind? Ich glaube, das hat keine Augenlider. I turn around and am greeted by a familiar face jogging up to her. Jogging mit dem Kind vorne dran? Mann, nee, so ein Overachiever, da habe ich auch keinen Bock drauf. Dann will der uns irgendwie fit machen, dann mag der unseren Deadbot nicht. Obwohl, das heißt ja nichts, nur weil er so aussieht. Wer ist er denn? Wie heißt er denn? Craig? Bro! Sorry, draußen hustet jemand. Draußen in der Straße extrem laut. Das hat mich gerade abgelenkt. Bro! Holy! Wow! I haven't seen Craig in forever. It's been too long, dude. Ich brauche mehr Stimmen. Uiui, hängende Beine. Alle Hebammen hassen ihn. Darf man das? Ist das nicht? Ist das schlecht fürs Kind? Warum? Erklär. Erzähl. Das Kind guckt nämlich auch nicht so glücklich. You might be onto something. Aber die Mütze ist süß. Passend zu den Socken. Alle Hebammen hassen ihn. Das Kind hat auch ein Deadbot. Okay, wie kann er reden? Vielleicht hat er so eine höhere Stimme? Nee. Das ist dann wieder zu klischeehaft, dass es einen großen, so eine tiefe Stimme gab. So nicht gut, Cordy, nicht gut. Aber die klingen alle gleich. Das Kind sollte wie ein Äffchen im Anhock-Spreizhaltung sitzen. Also das heißt, die Beine so angewinkelt an den Körper gedrückt. Okay, ich werde es Craig sagen, wenn die Möglichkeit besteht. Moment. Warum ist unsere Tochter plötzlich spiegelverkehrt? Eben hatte sie das Ei und den Panda noch auf ihrer linken Jackenhälfte. Das ist einfach faul gespiegelt worden. Ich glaub's nicht. It's been too long, dude. Yeah, wow, you look great. Haha, yeah, I cleaned up my act. Wieso, wie sah der denn vorher aus? Cleaned up his act? Are you kidding me? He's ripped. Amanda, this is my friend Craig. We went to college together. Ach, wohnen wir jetzt wieder da, wo wir groß geworden sind? We were roommates for a while too. Amanda, dude, you probably don't remember me, but you're so big now. Hello, and hello, cute baby. Oh, thank you. Nee, sie hat gesagt, Baby ist cute, nicht du, Craig. The last time I saw you, I think you were about her size. Natürlich ist das auch eine Tochter. Wieso haben die alle nur Töchter? Das finde ich ein bisschen weird. This is River. Say hi, River. Ich glaube nicht, dass River schon hi sagen kann. He picks her up her tiny wrists and waves it around. River gurgles happily. No, Knutzi. Wie süß. Are you babysitting? Nah, dude. River's my kid. Man, it has been a long time. Feels like 1 minute we're rolling up to exams with bad hangovers and the next we're both fathers. Großgeschrieben auch noch. Also so... Kirchenvater, also so kirchlich, oder? Wenn das groß geschrieben ist. Ist das dann Gott oder zumindest so ein Kleriker? Where you been, man? I was working out in California and just relocated the business back to Maple Bay. No kidding. Man, and I just moved to the side of town. How's Smashley doing? Who's Smashley? Ist das Ashley und dann hatte sie einen Unfall? What? I mean Ashley. Ashley is her name. Wie kann man das denn... Wie kann man sich das denn verwechseln, wenn Smashley gar kein Name ist? Wie doof war das? Hä? War das ein Dad-Joke, den ich nicht verstanden habe? Keine Ahnung.
She actually still goes by Smashley. Ach so. And we got divorced last year. Oh nein, da guckt er ein bisschen verkniffen. Oh dude, I'm so sorry. It's old news. We take turns taking care of River and the twins. Ach, Twins hat er noch. It's all copacetic. Ich weiß nicht, was das heißt. Twins? You have three kids? Ain't life something, bro, right? Kegstand Craig is a father of three. Kegstand Craig? Oh, yeah. It was my old college nickname. He got it because he did a lot of kegstands. Ist das, wenn man sich auf ein Fass stellt? Ich weiß nicht, was Kegstands sind, sorry. It's a thing where you do a handstand on a keg and then drink from the keg. Aber im Strohhalm dann, oder wie? Na, das Kind hat eine Sabberblase gemacht, aber eine, die sich sehen lassen kann. Süß! Oder es hat ein Kaugummi. Right. He was very good at it. Bro, I hate to be that guy, but I'm in the middle of my daily jog and I really gotta keep up my heart rate. Ja, so, jetzt zu spät, oder? Brought River along for, you know, resistance training. Nee, auf den habe ich auch keinen Bock. So Selbstoptimierungskram finde ich irgendwie unangenehm. Da muss ich ja zu sehr über mich selbst nachdenken, das möchte ich nicht. Lässt mich schlecht aussehen. You jog daily, I jog yearly. On January 1st, when I promise myself that I'm gonna jog daily for the rest of the year, but give up after 30 minutes and just walk home. Wenn er nur einmal im Jahr joggt, kann er 30 Minuten am Stück joggen, das ist aber nicht schlecht, oder? Würde ich sagen. Well, it's never too late to get back into... wie war seine Stimme? Ich hab's schon wieder vergessen. Into it, dude. You should join me sometime. Lieber nicht. Haha, I don't know. Come on. Sorry, ich kann nicht lesen. It'll be fun. We could grab breakfast afterwards. Catch up. Isst wahrscheinlich nur Eier. We could do a brunch, a bro brunch, like the good old days. Haben die das damals schon bro brunch genannt? Oh Gott. The disgusting brothers. Alright, sure. Sounds great. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Forget it. Great. Let's get that going soon. I better get moving. Good to see you guys. Du hast eh nicht unsere Telefonnummer. Haha, never see you again. Bye. Craig gives a little wave, puts his earbuds back in and jogs off. I can't believe Craig is ripped and has kids. I'm reeling. Huh? Why is that? The Craig I knew is not fit to be responsible for any living thing, including and especially himself. One time I watched him drink an entire jar of marinara sauce for dinner. Amanda, he opened up a new jar of marinara sauce and then he drank it like it was a thing that normal people do. It was unholy. And then I asked him what the hell he was doing and he said, and I quote, "It's basically a smoothie, bro." I mean, technically, he's not wrong. He jogs. He was jogging. Oh. He's like a totally different person. Anyway, we better get home. I'll have plenty of time to reflect on how old I feel later. Da war ein kurzer Tipp wieder. Vielleicht kann man die irgendwo nochmal einzeln angucken. Mir wäre wichtig, auch Tipps zu bekommen, wie man sich als, wie heißen wir, Dream Daddy richtig verhält. Amanda and I flop down on the couch. Amanda has to shove some empty boxes out of the way before she can sit. Ich sehe keine empty boxes. Das Bild passt nicht. Too bad we're gonna be putting my stuff right back into these boxes in a few months. Oh, ist sie dann fertig mit High School? No, don't say that. Ja, dann ist ja ganz gut, dass ich mal neue Kontakte suche, wenn er kann nicht nur seine Tochter als Bezugsperson haben. Jeez. Oh, Dad, it's gonna be okay. I'll be fine. I know, I know. It's just, you're my little girl. It's gonna be weird not having you around. I'll come visit and I'll text you every day. Das ist aber viel. And I'll take lots of pictures. I mean, obviously, I'm a photography major. You promise? Of course. Are you gonna be okay by your lonesome? Oh, come on, I'll be fine. I'll get a dog or something. A dog? Yes. Forget art school, I'll stay for the dog. Is that what it's gonna take? Medium-sized dog, handkerchief around the neck. I get to name it. That's what it'll cost for me to give up on my dreams. I'm a woman of simple wants and needs. Well, a dog is a lot cheaper than college. Amanda laughs. Suddenly a pile of envelopes slides to the mail slot. Speaking of college, Amanda darts over to the envelopes and shuffles through them. She pulls one out and throws the rest back on the floor. This is from McGowan College of Art and Design.
Open it! Moment, sie weiß jetzt schon, dass sie in ein paar Monaten nicht mehr da ist, aber weiß noch nicht, dass sie von der Schule angenommen wird oder nicht? Ob sie von der Schule angenommen wird? But I'm scared. It's just an envelope. Yeah, it's just like my entire future. Not a big deal. She takes a deep breath and rips the letter open with her teeth. We have a letter opener, but okay. I hold my breath while Amanda's eyes dart back and forth scanning the letter. What does it say? The admissions committee has reviewed your application, blah blah. Spannung. Her face drops. Die Fahrschule ist doch eh. Regret to inform you that we are unable to offer you admission to McGowan College of Art and Design. Amanda throws the letter on the coffee table. Oh, sweetie. It's okay. I kind of saw it coming. I knew I shouldn't have put that experimental stuff in my portfolio. The admissions officer told me they just want to see portraits or whatever. Weird, oder? Dass man beim Art School nichts Experimentales reintun kann, sondern nur so Standard. Das glaube ich nicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. I pull Amanda in for a big hug. A big bear hug to my dad bod. You're an amazing photographer. I know how much work you put into your portfolio. Some other school is gonna want to snatch you up for sure. Yeah, I know. It's fine. Are you actually fine or are you just saying that? I'm fine. Her face says the opposite, but I probably shouldn't push her on this. Oh, and before I forget, MRR and MRP are sleeping over tonight. Och nee, die ganzen Teenager kommen. So, you need me out of the way because I'm painfully uncool. Ich dachte, wir wollen schlafen. Müssen wir Party machen gehen alleine? Wie inconvenient. Ich glaube, wir gehen in den Coffeeshop. I would choose more delicate phrasing, but yes. Well, I'll have you know what I conveniently already have, that I conveniently already have, that I conveniently already have plans for tonight. So you'll have the new place to yourself. Yeah? What are your plans? Quick, think of plans. I am secretly the mayor of this town, gotta attend the union meeting. I'm going clubbing, das natürlich. I'm gonna put a nice outfit on, da fehlt irgendwie ein on, oder? On a nice outfit and go tear it up on the dance floor. All the hottest dance moves. The lawnmower, the sprinkler, the running man. You know, the ones all the kids these days are doing. Alright, but I'm not gonna come pick you up if you pull anything this time. Not again. I'm just kidding. I'm actually going to go to bed. Go out and watch the game. What game? Nee, ich hab keinen Bock, ein Game zu gucken. Ich geh ins Bett. I'm wiped. Have fun with the Emmas. We'll try to keep it down. I know you're not going to, but I appreciate you saying that. And don't forget that you have the meeting with my English teacher tomorrow. Oh, is he hot? Wahrscheinlich. Probably has a daughter. Oh, right, Mr. Vega. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Yep, totally remembered. I'll be there. Awesome. Night, Pops. Anstrengender Tag. Tut der Hals weh, Leute. Ich glaube, ich bin noch müder als Egbert himself. I wake up to a text from an unknown number. Craig. Rise and shine, early bird. Still want to work out? This is Craig, by the way. No, not still. I never wanted to work out. Holy crap, it's 6 a.m.? Who does 6 a.m. anymore? Without realizing it, I drift back to sleep. Ah, Gott sei Dank. Oops, must have winked back out. I check my phone again. Hey, bud, still want to get your swole on? I'm ready to tear up the track. Hit me up. Wer redet denn so? God, the last thing I want to do right now is work out. But it is Craig. I do want to catch up. Ja, sollen wir? Vielleicht ist das gar kein Dating Simulator, fragt Anke. Ja, ich habe das Gefühl, es ist sehr. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, wir würden einfach die ganze Zeit nur auf Dates gehen und da versuchen irgendwie zu punkten. Aber es ist ja schon sehr storylastig. Und gar nicht so albern und lächerlich, wie ich dachte. Also, Jim, sagt Buffelbeiß, okay. To the gym. Ich mag Craig nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich fühle mich dann schlecht. Der hat was gegen meinen inneren Schweinehund.
Hey, my man, I need a few minutes to wake up, but let's meet in 20. After a few seconds, another text comes in. Sure thing, meet me at the gym. I stretch and my bones creak. I gotta stop falling asleep on the couch. Oh, I had the ganze Nacht auf der Couch geschlafen? Ugh. I throw off my blanket and... Hey, wait, I don't remember falling asleep with a blanket. Oh, the Tochter hat uns zugedeckt. Amanda must have tucked me in after I fell asleep. Bless that child. I reluctantly brush my teeth, throw on my only the only clothes I own that are even kind of gym appropriate and head out. Moment, wo hat sie denn mit ihren Freundinnen Party gemacht, wenn wir auf dem Sofa geschlafen haben? The neighborhood is quiet and serene. This early in the morning, birds chirp and the grass is immer so quiet and serene, oder? Birds chirp and the grass is still wet with dew. Surprisingly, the gym is pretty crowded. I spot Craig standing out front, stretching, of course. He spots me and waves enthusiastically. Hey bro, good morning! Hey, good to see you, man. I'm definitely not as pumped as he is. Sorry, das sagt gar nicht hier. I'm definitely not as pumped as he is. Really? Maybe I should have had some coffee before I left. You ready to kick some butt? Oh Gott, jetzt haben wir so einen Personal Trainer plötzlich am Start. Das wollten wir nicht. Help! With your help I am. Gotta stay posy, dude. Positive, oder was soll das heißen? This is it. This is how I die. Oh, it'll be alright, dude. We'll ease you into it. We head into the gym and immediately intimidated. I'm immediately intimidated. Vielleicht ist es ja auch der Aperol, warum ich nicht mehr lesen kann. Sorry, Leute. War keine gute Idee. Ich dachte, das passt, aber nee. All of these people look like they could break me in half. And it seems like Craig is friends with all of them. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum mich das so nervt. He high-fives and finger guns. Oh, Jesus. All of the cool jocks in the room. They look like they could and would steal my lunch money to spend on protein shakes. Nice. Come on, bud, let's warm up. Gut, dass zwischendurch nice sagt, dieser Stimme. We head over to the treadmills and start walking. Okay, I can walk. Walking is good. This is a decent place to be, walking. So, I know we are on treadmills. Yes. And those over there are ellipticals. Oh. Very good. What is all the other stuff? Craig loves. Nice. They might look a little scary, but I guarantee that all of them serve a specific purpose for building muscle mass. I watch as a dude in a muscle tee flexes a muscle and I didn't know when flexes a muscle I didn't know existed on a machine and I think was once used machine, I think. Leute, ich glaube bald ist Schluss hier. On a machine I think was once used to process grain into flour. What is that? Why is that guy doing that to himself? That's a good question, bro. What do you think he's doing? Trying to crush people's skull with his thighs using a medieval torture device? Ich hab keine Ahnung. Praying ist, wir versuchen es einfach nur lustig zu sein, ne? Schlagfertig, trying to crush people. Using a medieval torture device, praying to some sort of pain god. Keine Ahnung. It's like a religious self-flagellation meant to atone for one's sins. You're actually not far from the truth. Far off from the truth. Oh no, Craig is turning up the speed. I better do the same. Warum? Musst du doch nicht. How long have you been doing the buff thing? Couple years. And what do you do when you're not dadding or working or buffing? I coach my twin softball team. He's a dream daddy, that's for sure. Perfection daddy. That still counts as both dadding and buffing. Ah, I keep busy. What do you do for fun? What do you do for fun? So, I love learning. I try to live my life as close to a Jimmy Buffett song as possible. I check out my hotbot. I love learning. Gucken, was dabei rumkommt. I try to educate myself about the world around me. I'm like a sponge for knowledge, soaking up all that intellectual content, you know, history, the paranormal, wilderness survival, aliens, mostly those things. Intellectual content, aliens. So, you watch the History Channel too, huh? Yes.
We're jogging now. Oh, das findet er gut. We're jogging now. Oh Gott, we're jogging now. Ich möchte lieber zum Kaffeeladen. I look over to Craig, who hasn't even broken a sweat. How is he doing this so effortlessly, training? I'm dying. He can feel my life force draining through every orifice of my body. Hey, remember when my fish died in college? No. I don't like this story. Oof. Oh my god, is he really bumping up the speed again? Voll der Torturer. Ich möchte nicht mehr. I guess I better do it too. Oh, this is fast. This is very fast. And we were at that party. And you vowed to make me feel better. You tell me to create a distraction. So, of course, I do a sick cake stand and get everyone cheering. And then I try to steal a fish from a fish tank at the party with my bare hands like an idiot. And then you drop the fish and it's flopping around and you panic. So you run up to me post cake stand with a dying dirty fish in your hands that you scooped off the ground. And you're yelling at me that we have to leave. So we're running out of a frat party, which isn't überhaupt a frat party, with a fish and trying to give it mouth-to-mouth resuscitation. And we get him home and get him into a bowl of water, but the prognosis was grim. Okay, nach diesem Date muss ich leider in die Hayas, Leute. Ich bin durch für heute. And the next day he's alive and well. Ich kann das Erschöpfungs-Uff nicht so gut rüberbringen. Auch wenn ich es nachvollziehen kann gerade. They never did catch the great fish thieves of Grand Ridge Hugh. And they never will. Und dann alles wackelt schon. Ich glaube, wir fallen gleich um. I shoot off the end of the treadmill and crash into the wall. Jesus, that hurts. Dude, bro, are you okay? Craig offers me a hand and looks me over for injuries. I'm fantastic. I managed to stand up and rub my back. Doesn't hurt now, but I'm sure it will later. Oh, you don't have to push yourself like that. Always know your limits. Dem Fall hätten wir wohl zu Hause bleiben sollen. Sollen wir das überspringen? Well, I think I might call our gym adventure here. You sure? Yeah. Alright, well, here, I brought you this. Craig hands me a shaker bottle full of thick green liquid. I stared at it with what must be apparent distaste. Oh. It's a protein shake, bro. Oh, thank you. He wants me to drink it. Oh boy, here goes. I take a small sip. It's actually delicious. Wow, this is really good. And good for you. It's my special recipe. I'm pretty proud of it. Let me know if you ever want to work out again. Maybe we can try running around the neighborhood if treadmills aren't your speed. No pun intended, bro. Good one. Well, I'm gonna go, but I put some ice on this everything. I'll see you around. Was für ein fürchterliches Date, Leute. Das geht so nicht. Das ist doch kein Date. Das ist Torture hier. I leave the gym feeling ashamed. Craig used to order delivery from the pizza place across the street from our dorm, and now he can run circles around me, literally. Man, I really gotta work on this dead bot. I get home and lie down on the couch mal wieder. It hurts to move. Oh god, I'm so old. Oh no, I must have fallen asleep. What time is it? Shoot, it's 3:55. I'm supposed to be at Amanda's school in 5 minutes. I frantically put on some clean clothes, apply a generous amount of deodorant and run out the door. That's before two. I arrive at Amanda's school and check in at the front desk. They give me a bright orange visitor sticker and send me on my way. Jetzt lernen wir gleich ihren Lehrer kennen. Machen wir das noch? Sorry Leute, ich bin sehr durch. Wie ist denn generell die Stimmung? Wollt ihr das Spiel nochmal weiterspielen? Ich wollte halt eigentlich nur das halt als Gag mal kurz so anspielen. Ich habe auch was anderes erwartet. Ich dachte, das wäre nicht so storylastig. Es wäre halt wirklich einfach nur albern ohne Ende. Es ist ja schon sehr albern und klischeehaft, aber wollt ihr wissen, wie es weitergeht mit Egbert und Amanda? Dann sag mir es. Ach, wenn du was anderes hast, muss ich dich ja auch nicht weitersehen, sagt er gerade. Okay.
Ja, ich bin auch, also ich finde es schon lustig. Ich hätte jetzt mir gewünscht, dass wir halt so richtig ins Daten kommen. Dass wir so richtig rumflirten. Und vielleicht auch was dabei rumkommt. Das fehlt mir. Wir hätten irgendwie in der Mitte anfangen müssen. Ich überlege es nochmal. Also ich habe, ich glaube, ab August ein Spiel, was ich mit euch spielen möchte. Nächste Woche bin ich übrigens nicht da, da bin ich im Urlaub. Aber wie die Masse möchte, sagt mir Gerrit. Die Masse, die hier in meinem Chat versammelt ist. Also nächste Woche bin ich eine Woche weg. Und dann geht es in der letzten Juliwoche weiter. Dann entweder nochmal hiermit. Ich überlege mir das mal, ob ich Bock habe. Dachte ich auch. Es bahnte sich ja mit dem Flirten so an. Ja. Ja, eigentlich würde ich halt gern so richtig ins Flirten kommen. Bisher ist halt irgendwie nur so, jetzt haben wir halt alle getroffen, aber jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wir haben noch nicht mal alle getroffen, da kommen ja noch mehr. Ich bin auch nicht so richtig überzeugt. I'm barely awake and feeling pretty haggard. But hopefully nobody will notice. I check my watch and I'm relieved to see that I'm only 2 minutes late. Wait, was it room 103 or 108? I spot a youth standing at his locker. A youth. Sag mal nicht mehr Teenager. And approach him for help. Wird das auch noch ein Love Interest? Nein, Quatsch. Excuse me, do you know where Mr. Vega's classroom is? Oh. The youth turns around and looks me up, down, up and down with heavily lined eyes. Oh. Come on, kid. I'm late for a meeting. Warum nennst du den Kid? Das ist aber auch nicht. Da findet er bestimmt nicht gut. Mr. Who? Mr. Vega. I don't know. Have you tried the exit? Okay, wise guy. Are you gonna help me or not? Oh, fine. Up those stairs and to the left. Can't miss him. I head up the stairs and walk around, unable to find Mr. Vega's class anywhere. After a couple minutes of searching, ich überlege, aber heißt es nicht couple of minutes? After a couple minutes of searching, I head back downstairs. That punk youth sent me on a wild goose chase. Yeah, surprise. I get back to where that low-rent Gerard Way is standing, fully ready to give him a piece of my mind, when suddenly a head pops out of the classroom next to his locker. Oh, ooh, Hugo. Lucia, do you have a third period to get to? I said Lucia, Lucien, Lucien, keine Ahnung. Da passe ich, warte, hier passe ich wieder rein. Ist näher dran. Krieg das nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Cordy krieg's nicht hin. So. Frickelig. Ich sehe das auch nur ganz klein unten. Egal, egal, so. Fine, Mr. Vega. Oh, that's Mr. Vega. Nice. Wow. Now I'm officially 10 minutes late. I glare at him as he walks away. We're not cool. You must be Egbert. Och man, die haben alle die gleiche Stimme. Was ist mit meinen Frog-Detective-Stimmen geworden. Aber das sind halt Stimmen für lustige Tiere. Das kann ich jetzt nicht bei diesen ganzen hotten Super-Daddies anwenden. Sorry, Dream-Daddies. You must be Egbert. This period's almost over. Would you mind waiting in the back? I'm not Backbird, I'm Egbert, aber okay. Mr. Vega leads me in and I take a seat in one of the comically small students' desks. Wieso? Das ist doch eine Highschool. Warum sind die denn so comically small? Student desk in the back. I might get stuck in this. Oh. All right. Where were we? Now, who can tell me about the... Ach, ich bin jetzt im Klassenzimmer während des Unterrichts. Wie weird ist das denn? Who can tell me about the unreliability of the narrator in the J.D. Salinger Catcher in the Rye? In J.D. Salinger's Catcher in the Rye. Oh. Yes, Colin. Colin stands up and does the thing where he blows into the crook of his elbow to make a fart noise. Mm-hmm. Cool. The whole class erupts in laughter. Wow. Ist Mr. Vega wohl auch ein Daddy? Auf jeden Fall. Ich glaube, das sind alle Männer, denen wir begegnen, wo tatsächlich sich die Mühe gegeben wurde, sie hier abzubilden. Also der Teenager eben war die erste Person, die, glaube ich, keine Love Interest von uns sein soll. Der ist auf jeden Fall auch ein Daddy und hat auf jeden Fall auch eine Daughter. Finger im Roggen, genau. Catcher in the Rye. Alright, everybody. Very funny, Colin. Please sit down.
Ist auf jeden Fall sehr well dressed hier, der Mr. Hugo. Now, Holden Caulfield, ich glaube, das ist die, der Protagonist in dem Buch, keine Ahnung, sehr lange her, ich habe das irgendwann mal gelesen, vor 1000 Jahren, ist ein unreliable narrator in the sense that the bell for the end of the period rings. All of the students, wieso haben die in so, auch in Filmen oder auch jetzt hier, haben Lehrer nicht im Blick, wann die Stunde zu Ende ist? Der hat das doch sich vorher überlegt und wird dann nicht mitten im Satz unterbrochen, sondern hat dann schon Hausaufgaben aufgegeben und so weiter. All the students immediately get up and make a break for the door. Jetzt sind wir alleine, Hugo und ich. Remember to do the reading and answer the response questions on page 194 in your textbook. Hat eh keiner mehr mitgekriegt. Forget it, nobody's listening. Or not, I guess. Okay, gute Autorität hier. Mr. Vega turns to me and sighs. Middle schoolers, right? Don't you teach high schoolers? Both. You know, budget cuts. Right. Thanks, sagt viel, Thanks so much for coming in. No problem. Mr. Vega, please call me Hugo. I don't normally do these impromptu parent-teacher meetings, but as I'm sure you know, Amanda's a very bright student, and I'm concerned about her recent behavior. Oh no, why? Hä, wir sind doch gerade dahin gezogen. Also können wir nicht weit weggezogen sein, wenn jemand noch zur gleichen Schule geht. What's going on? Amanda has never been the most engaged student, but I know she cares. Recently, though, she's been falling behind. She's not completing assignments and has been doing rather poorly on tests. I normally chalk this up to seniorities, but... Oh, ich hab keinen Bock hier, so ein Erziehungsspiel zu spielen. Vor allem, das hat sie wohl so am College nicht angenommen, ihre Leistungen lassen nach. Wie sollen wir denn die nächste Runde hier Pokémon gewinnen im Park? Amanda, Mann, du enttäuscht uns. This is strange. I thought Amanda always shared everything with me. Klar, wie alle Teenager. It hadn't even crossed my mind that something might be wrong. Ja, gut. Gut. Ich wollte eigentlich aufhören, ne? Sorry, ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich habe die Uhr gesehen und ich bin noch gar nicht so lange dran. I just wanted to ask, is everything okay at home? We just moved, she's fine, she has a tendency to bottle things up. We just moved vielleicht? Keine Ahnung. Well, we just moved recently, but it was only to the other side of town, and Amanda was more excited about it than I was. Hör rück auf, wenn du müde bist. Gerrit hat auch keinen Bock mehr. So, genau, machen wir jetzt lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich bin auch irgendwie so ein bisschen durch jetzt. Und ich bin enttäuscht, ich dachte, es würde so richtig zur Sache gehen. Das ist alles so, das ist irgendwie so PG-6, dieses Spiel, oder? Wenn nicht sogar ohne Altersbegrenzung. Ich dachte, es würde richtig hot werden. Mann. See if you can talk to her about it. I know she values you a great deal and would appreciate your guidance. If she keeps heading down this road... I know how important art school is to her. I would hate to see her miss out on scholarship money that she clearly deserves. Kein Stress, Herr Buchfeldweis. Dankeschön. I'll make sure to talk to Amanda. Thanks for letting me know, Hugo. Anytime. On my way out, I stopped thinking for a moment. I turned to Hugo. Hey, Hugo. Yes? They ever catch that rye? Das heißt doch nicht Catcher of the Rye, sondern Catcher in the Rye. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh Gott. Wer hätte mal rausgehen sollen? Oh, unangenehm. Ah, was soll er auch darauf antworten? Oh, ist das fürchterlich. Das findet ihr jetzt cool? Oh. It doesn't take much. I leave the classroom and make my way out of the school. I'm still a little bit in shock that Amanda was able to hide this so well from me. She's always been such a force for positivity in my life, especially after we lost her mother. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Family Story. Ich will flirten und ich will Dudes kennenlernen und das passiert einfach nicht so richtig. Also es wird halt auch nie reflektiert, dass wen er gut findet oder so. Ich habe das Gefühl, es geht halt die ganze Zeit um Amanda und um Familienstory und meinetwegen noch darum, dass er seinen alten Freund wieder getroffen hat und dass Sport für ihn anstrengend ist, aber... Ich hatte mir so ein bisschen mehr, das kommt mir zu kurz hier, das Daten. Sorry, wir hatten auch noch kein einziges, doch das in der Gym war vielleicht ein Date, aber auch nicht wirklich. Also sorry, also irgendwie süßes Spiel, so. Hot Dudes, coole Charaktere. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, unseren
Egbert zusammenzubauen. Amanda must be done with class for the day by now. I'm sure she would appreciate a ride home and maybe I can talk to her about what's going on. I pull up. So, jetzt finde ich, reicht. Es reicht. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe das jetzt angespielt. Leider ist es nicht das, was ich erwartet habe. Ich dachte, wir lachen uns jetzt alle schlapp, weil wir auf komische Dates gehen. Der Anfang mit Zusammenbauen war definitiv der beste. Ja, okay, ihr seid auch nicht komplett Feuer und Flamme. Schade. Ich hätte gerne Matt gedatet. Ich hätte auch gerne den Mystery Dude weiter kennengelernt. Ich hätte auch gerne den Typen im Park, vergessen wie der heißt, gedatet. Alle, bei allen mal angedockt. Gott, rumprobiert. Oder unseren komischen Barbie-Ken-Nachbarn. Aber irgendwie ist es nicht so weit gekommen. Wahrscheinlich, wenn man das Spiel jetzt weiterspielen würde, passiert das alles noch so grob. Aber ja, ich guck mal, was ich übernächste Woche spiele. Und vielleicht musst du das Dating-Spiel selbst machen. Haha, gute Idee, Gerrit. Ja, es gibt ja, ich weiß nicht, ich habe halt noch nie Dating-Spiele gespielt. Ich dachte, da würde es halt mehr zur Sache gehen. Und es gäbe auch so ein richtiges, so ein bisschen, dass man so strategisch überlegen muss, was man sagt und so. Und ja, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich, doch, ich habe einen, ich weiß aber nicht, ob es wirklich ein Dating-Simulator war, ein so ein Spiel gespielt mit meiner Schwester letztes Jahr. Nicht im Stream, sondern so, das war mit so Videos. Und das hieß, glaube ich, 50 First Dates ist ein Film mit Adam Sandler. Otome Jam war diesen Monat, sagt Mutter Brezel. Und da geht es da um Dating-Spiele? Ich kenne den Otome Jam nicht, es tut mir leid, Mutter Brezel, ich muss schon mir erklären. Oxenfree 2 ist heute rausgekommen, oder? Ach, cool! Ich habe Oxenfree nur so halb gespielt vor Jahren. Das würde ich tatsächlich eh eigentlich gerne nochmal spielen. Vielleicht kann man ja sogar beide spielen. Dann hat man wieder ein Jahr lang Streams voll. Nee, aber das können wir tatsächlich mal gucken. Oxenfree. Wo war ich gerade? Ach, guck mal, wir haben ein Bild von unserer Ex-Frau. Verstorbene Frau oder so. Ah, das seht ihr gar nicht. Es tut auch gerade gar nichts zur Sache, aber hier oben hinterm Spiegel. Anyway, wow, Aufmerksamkeitsprobleme. Oxenfree 1 ist 90% oder so auf Steam. Ich besitze das tatsächlich schon, aber danke, guter Tipp auch an alle anderen. Danke, Butterbrezel. Es ist ein cooles Spiel. Ich habe das damals eher so zugeguckt, als das jemand gespielt hat im Urlaub. Egal, das würde ich auf jeden Fall nochmal spielen. 10 Dates, genau, ich glaube, das ist es. Danke, Puki. Da gibt es, glaube ich, eine Fortsetzung von inzwischen. In der Fortsetzung ist man, glaube ich, in so einem, bei so einem Speed-Dating. Aber in dem Spiel, was ich gespielt habe, war das so ein Videocall-mäßig. Und mit halt so richtigen Video-Footage. 5 Dates war das erste. Genau, 5 Dates, das habe ich gespielt, ja. Und ich dachte, mindestens so ist auch der Dating-Simulator. Dass man halt so ein bisschen guckt, wer ist die andere Person, was sind die für Eigenschaften, passen wir zusammen, bla 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 bla. Genau. Aber bisher ist das hier im Prinzip ja einfach nur ein Narrative Game über diesen Vater und seine Tochter. Ja, aber wie gesagt, es ist jetzt auch gemein, das zu judgen, weil wir haben ja jetzt auch nur nicht mal 2 Stunden gespielt und da kommt ja wahrscheinlich noch einiges. So, ich habe Halsweh, das ist der Hauptgrund, warum ich jetzt leider Schluss machen muss. Halsweh und müde. Aber es war mir ein Fest, wie immer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gerne noch weitere Tipps für übernächste Woche, sorry. Nächste Woche fällt aus, da bin ich im Urlaub. Übernächste Woche, also das ist der 26. Juli, wenn ich richtig rechne. Genau. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich da wirklich, egal. Ich melde mich. Irgendwann nach der nächsten Woche wird wieder gestreamt. Ihr erfahrt noch, wo und was und so weiter. Und ich freue mich, euch dann wiederzusehen. Schönen Urlaub, sagt Mutter Brezel, und danke, sagt Buffelbeiß, danke fürs Socken, sagt Unima Bruni, und schönen Urlaub, danke euch allen, dass ihr dabei wart, euch auch einen schönen Rest Juli, oder, naja, wir sehen uns ja noch im Juli, Ende Juli, aber auf jeden Fall vielen Dank, eine schöne Restwoche, trinkt genug, weil es bei euch so super heiß ist, wie es ja, glaube ich, gerade in Deutschland ist, hier ist gerade nicht so das Sommerwetter, gute Nacht, gute Besserung, vielen Dank, Puki. Ja, ich glaube, ich muss einfach, hab zu viel geredet. Ich krieg Halsweh vom Reden. Das ist ein bisschen schlecht, wenn man streamt, diese Eigenschaft. Euch allen einen schönen Abend und eine schöne Zeit und wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich auf euch. Ich werde auch nicht denken im Urlaub, ich werde euch bestimmt nächsten Mittwoch vermissen, aber da ist,
Da kann ich nicht streamen. Da kann ich nur sitzen und aufs Meer gucken. Auf Wiedersehen. Und... Moment, Moment, Moment. Da.